Ich Bitte komme gleich darauf Privatleute. zurück. Dein Mann hat als Muss mich. man das hier öffentlich machen oder musst du Ja, dann hier machen wir das hochkommen? Kannst du... öffentlich, weil er das ja auch Nee, öffentlich nee, macht. du hast gesagt, mi amor, es hat mir nicht gepasst, deswegen habe ich dir das Warte, aber geschrieben. du hast mich. Du hast mich. Ich habe gesagt, du Du hast solltest bitte mich unterlassen. gemacht werden. Belästigung. Bitte, Du hast bitte, mich das ist hier, mich gehört hier gemacht. nicht hin. Das hast du gemacht. Leute, macht das privat, bitte. Ja, das macht man privat. Ich Das habe dir macht man privat nicht. geschrieben, wie Das man das hast du macht. privat gemacht. Ich habe dir weder geantwortet noch irgendwas. Du hast mich dahingestellt, als hätte ich deine Frau sexuell belästigt. Und das macht man nicht. Ich habe Okay? dir, ich Das habe dir, macht man ich habe nicht. dir, ich Das habe dir ist mir gesagt, egal, du was du solltest gesagt bitte hast. Du unterlassen. hast mich gemeldet Okay? so. Du hast mich Genau, ich gemeldet. habe dir Da privat musst du eingreifen, geschrieben. Ich Flex. habe dir Bitte privat einmal geschrieben. Ja, du hast mir privat Okay, geschrieben. okay, okay. Wenn du was Warte, hast, Joe, kommst du Joe. zu mir privat und machst Gemeldet. es vor den ganzen Sexuelle Leuten, weil sowas macht kein Belästigung gemacht Mann. habe. Fabian. Leute, Denk nichts bitte mal ganz nach. kurz. Joe, Nee, deswegen Bruderherz. sowas. Ich habe deine Frau weder belästigt noch irgendwas. Habe Ich ich habe das nur mal gesagt? gesagt, Bruder, hallo, gesagt, Wert, Joe, woher soll habe ich ich wissen, das dass deine gesagt? Frau verheiratet ist? Habe ich das gesagt, dass du sie sexuell belästigt hast? Das hast Ich du aber gemeldet habe so. Alles gut, alles gut. Bitte beruhigt euch. Ich habe jetzt Gottes Willen. erstmal Fabi runtergeschmissen. Erstmal Joe, aus Respekt, okay, bitte klärt das kurz privat und wir telefonieren nochmal wegen die Getränke. Okay, weil, oh mein, um Also, Himmels um Willen. den Punkt wieder aufzugreifen, also erstmal haben die Römer den julianischen Kalender eingeführt, nicht den heutigen. Das, was wir haben, ist der gregorianische, aber das ist ein anderes Thema. Wollte nur kurz noch eine Sache flexen, dann bin ich auch schon wieder raus hier, weil ich muss gleich zu meinen Kindern. Alles gut. Es ist wichtig, ich komme auch gerne nochmal rein, weil ich bin neu hier auf TikTok in dieser ganzen Dings. Für mich ist es gerade ein Alles spannendes gut, Feld. ich küsse doch dein Herz, Bruder. Alles gut. Eine Sache, die mir nur am Herzen liegt, ist bei diesen ganzen Debatten und so, entweder man entscheidet sich, einen Prozess anzustoßen, oder wir gehen weiter, machen diese Entertainment, wir drehen uns ständig im Kreis und versuchen, so viele Leute wie möglich Platz zu machen. Für Letzteres ist mir meine Zeit und Energie zu schade. Und ich finde, insbesondere als jemand wie du, der sehr viele Follower hat, hast du die Möglichkeit und die Power, dieses komische sich im Kreis drehen wirklich zu unterbrechen und voranzugehen. Und ich merke, dass du eben auf dieser geistigen Ebene versuchst zu argumentieren, ohne ständig dieses Provozieren und dieses Herausfordern. Und plötzlich stellt man Richtig. fest, hey, auch die Leute auf der, ich nenne es jetzt mal Gegenseite, also rein debattentechnisch Gegenseite, nehmen das an und begegnen dir ganz anders, als eben, du hast vorhin den Namen Joker genannt, sehr unangenehm zuzuhören. Ich habe nicht das Gefühl, mir geht es nicht gut, wenn ich seinen Debatten folge. Ich merke das, es ist so ein Gefühlsding. Man hört das zu und du merkst doch, er hat einfach eine verdorbene es ist Frau. Schon richtig. alleine, wenn Es er ist sich. sehr unangenehm. Der So, und ich möchte würde gar ihm. nicht, Ja, aufklären, der möchte gar keine das. Debatte führen, der möchte sich lustig machen und Leute Richtig. diskreditieren. Das Gefühl Genau. habe ich auch und ich Ja, glaube, ganz es täte kurz, uns Dennis. allen. Ja. Ganz kurz, Dennis. Du kannst auch gleich dein Wort weiterführen. Noah, was können wir für dich tun? Noah? Hallo, Noah, Noah oder NO? Was können wir denn für dich tun? Kollege, ganz da oben. Also gut, dann ciao. Guck mal, jetzt Dankeschön, schreibt hier so dass ein du da warst. Abregarko, schreibt hier Leck nur zu mir. Was ist das für ein Junge? Ich bin ein erwachsener Mann, was redest du so? Das ist unglaublich. Jedenfalls, ich bin eben dafür, dass wir sagen, bei all dieser ganzen weltlichen Debatte, dass wir uns irgendwie auf die geistige konzentrieren, weil alles andere wird uns nur weiter spalten. Und wir leben nun mal zusammen, wir leben in einem Land, wir müssen versuchen, miteinander auszukommen. Und ich bin auf jeden Fall Ja. nicht derjenige, der Bock hat, dass meine Kinder in der Welt groß werden, die halt bestimmt ist von Feindseligkeit und Dissens. Das so viel von mir. Ich gehe mal zu den Kids. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag und Also vielleicht komme ich die Dennis, Tage noch mal erstmal rein. vielen, vielen Dank für deine schönen Worte, Dennis, und möge der Herr dich wirklich segnen. Ne? Dich auch, mein Bruder. Ich muss Danke. gerade gucken, wie komme ich hier raus? Ich bin total Ich müde. mach das. Ich mach Schmeiß das. mich Alles raus. Schmeiß mich raus. Macht's gut zusammen. gut. Ciao, ciao. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Also, Ali, ich weiß nicht, Ali, hast du eine Anfrage geschickt? Hat Ali eine Anfrage geschickt gehabt? Ich weiß nicht. Bruder, jetzt Ali, bist du da? Hörst du mich, Ali? Ali, mein Bruder, du hast eine Anfrage geschickt gehabt. Ja, doch. Da ist der Ali. Der Bruder ist da. Ich bin wieder Oh. da, Bruder. Ne? So. Der Patrick, Gottes der war ganz Segen. stark. Gottes Segen, Ali. Gottes Segen, Ali. Ich küsse dein Herz, Bruder. Alhamdulillah, Jesus Christus. Ja, so muss sein, Mann. Gott. Alhamdulillah, Jesus. Alhamdulillah, Jesus. Ja,
Leute, wirklich, ich will euch nur eine Sache sagen. Ihr seid wirklich wundervolle Menschen und ich sage euch eine Sache, der Herr wird euch wirklich segnen. Und ich sage es immer wieder, Gottes Hand wird immer über euch sein. Ne? Doda ist auch da. Selam, Selam. Ne? Ja, wie gesagt, wir haben eine ganz gechillte Runde, Leute. Alle können kurz reden. Ich mache noch gute, keine Ahnung, halbe Stunde mache ich noch mit euch und dann tue ich noch ein bisschen relaxen. Und dann bin ich später erst da. Ne? Aber let's go, wir können noch reden. Ich hole mal andere hoch. Faith ist auch da. Wer ist denn noch da? Keine Ahnung. So, jetzt, Bruder. Doda muss hier hochkommen, ne? Dann nehme ich mal den Doda hoch. Wenn er noch Energie hat, gerne. Bruder Flex? Ja, Bruderherz. Ganz kurz, ich wollte nur zwei Dinge sagen, eigentlich. Ich wollte ganz kurz Bezug nehmen auf den Regenbogen, ja? Weil ihr den Regenbogen gesprochen habt. Und dann hat der Bruder Klaus gesagt, dass eben 2000 Jahre danach eben der Satan kommt und genau diese Farben dazu verwendet. Und da will ich einen kleinen Einspruch einhegen. Weißt du warum? Jetzt kommt's. Erzähl, Bruderherz. Also wenn ich Fehler mache, du kannst mich korrigieren. Nee, alles gut. Das ist kein Fehler, sondern nur eine kleine Ergänzung dazu. Und zwar, der Regenbogen Gottes hat 7 Farben. Die Zahl 7 der Vollkommenheit. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Das sind 7. Die Farben der LGBTQ, des Satanskultes, hat nur 6. Warum? Weil Satan kann nichts erschaffen. Er kann nur das nehmen, was Gott gegeben hat und kann das verändern. Und das hat er getan. Aus 7 Farben hat er 6 Farben gemacht. Wahnsinn, gell? Das ist alles. Das ist alles. Deswegen Wahnsinn. Brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so groß aufzuregen, weil der originale Regenbogen, der hat 7 Farben. Das ist alles nur eine billige Kopie und billiger Abklatsch, mehr nicht. Wahnsinn, genau. Wahnsinn. Und Bruder, das Zweite, was ich dir sagen wollte, war, und zwar, ich weiß nicht, wie gut kennst du dich mit den Schiiten aus? Oh, mit Schiiten? Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, bin ich nicht so stark vertraut. Also, mit Sunni, also Ozan, wir hatten ja, ich weiß nicht, alle, die das hier verfolgt haben, wir hatten hier einen Ozan gehabt. Jeder feiert Ozan jetzt seit 2 Tagen. Ozan ist ja hier reingekommen und hat gesagt, dass die Sunniten, Wahhabiten, also die Wahhabiten sind ja wie Sunnis oder sind Sunniten, Schiiten, die sind alle Mushrikin. Ja, Bruder, schau mal, er hat doch auch recht, weißt du warum? Und zwar die Bibel selber sagt es. Und weißt du warum? Ja. Die Bibel selber sagt es, dass sie einfach nur Götzendiener sind und einen Heidenkult übernommen haben. Und zwar, kennst du von den Schiiten das Ashura-Fest? Ashura-Fest sagt mir was. Das ist das Fest, wo sie sich selber schlagen und blutig schlagen. Genau, wo sie sich auch so blutig schlagen und so. Mit Schwert. Ja, genau, mit den Schwertern nehmen sie teilweise Schwerterketten und hauen sich damit blutig. Ja. So, pass auf, sitzt du gerade vor einem Computer? Ich habe meinen Computer schon zugemacht. Ach so, schade, weil sonst hätte ich dir gesagt, gib mal ganz kurz ein Ashura-Fest. Ja, genau. Ja. Und dann guckst du mal die Bilder an und dann lese ich dir etwas vor aus der Schrift und dann springst du wieder auf, wie vor 2 Tagen, als ich dir das gezeigt habe mit dem Götzenkult da. Wahnsinn. Also ich nur Ozan ist Koranite. Er hat gesagt, der Weg der Koraniten ist und wird die Wahrheit bleiben. Das hat Ozan gesagt. Und Ozan hat auch noch gesagt, ja, dass die Sunniten, dass die Wahhabiten, ja, Wahhabiten, Sunniten, die Schiiten, ich sag's nochmal, ihr seid alle Mushrikin. Das ist das, was Ozan gesagt hat. Ich halte mich davon fern. Ich habe gesagt, okay, gut, ich bin neutral jetzt, ja. Aber jetzt schau, pass auf, Bruder, ich mach's jetzt einfach mal so. Du musst dir einfach mal vorstellen, dass es eben einen Tag gibt, an diesem Tag gedenken sie an Ali. Weil Ali da und seine ganze Familie an dem Tag da in der Schlacht von Karbala war es, glaube ich, umgekommen sind oder beziehungsweise ermordet wurden. Ja? Und da an diesem Tag gedenken sie die Schiiten eben Ali und dort hauen die sich dann mit Schwertern oder mit was weiß ich was auf den Rücken, das ist voll, beziehungsweise das ist voll, voll. Hauen sich dann halt blutig. Ja? Jetzt pass auf, ich lese dir jetzt etwas vor aus der Schrift, okay?
Jetzt bin ich echt gespannt, mit was für eine jetzt bin ich echt gespannt, welche Bibel. Erster Könige 18. Okay? Also im ersten Erster Buch Könige. Könige 18. Genau, okay. Kapitel 18 von Vers 26 bis Vers 27, 28, ja? Und zwar geht es dort im kompletten Kontext geht es darum, dass Elia sich witzig über die Heiden macht. Ja? Okay. So. Pass auf, und jetzt kommt Folgendes. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott, aber vielleicht denkt er ja nach. Oder er ist beiseite gegangen, oder eventuell auf Reisen. Oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Und sie riefen noch lauter und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Ach du Scheiße. Schreib mir bitte den Vers, darüber werde ich auch noch ein Thema machen. Wahnsinn. Also da geht es eigentlich, im Kontext geht es eigentlich darum, dass die da rausfinden wollten, wer der wirkliche Gott ist, ob Jahwe der wirkliche Gott ist oder Baal, ja. Und dort hat dann Elia eben die Baals-Anbeter herausgefordert und hat gesagt, ruft doch nach eurem Gott. Aber ihr ruft schon den ganzen Tag, vielleicht schläft er ja oder vielleicht ist er ja weg, vielleicht ist er weggefahren und so. Also er hat sich witzig gemacht über sie. Und sie haben daraufhin... Ist euch mal an die ganzen Leute hier drin, ist euch mal aufgefallen, die Bibel prophezeit alles. Ja, natürlich. Und deswegen sage ich, das Evangelium, Leute, wird immer die Wahrheit bleiben. Und nicht einer, der 600 Jahre kommt und sagt, nee, ihr seid fehlgeleitet. Ja, ja, Bruder. Und dann nochmal was, Leute. Liebe geht raus an unsere aramäischen Brüder und Geschwister. Leute, ich küsse euer Herz. Aber, Leute, eine Sache muss ich sagen. Ja, seid mir nicht böse. Ich will eine kleine Pause machen. Okay? Und einmal alle... was lachst du, Bruder? Weil ich ganz genau weiß, Pause. Was du meinst. Ich ja. weiß, was du meinst, Bruder. Jeder braucht mal eine Pause. Ich habe das auch gemacht. Ja, auch Leute, wenigstens, Leute, für ein paar Stunden. Ne? Ich küsse doch eure Herzen. Wenigstens ein paar Stunden. Lex, mein ne? Bruder, kommst du heute Abend dann wieder live? Ja, ich bin heute Abend da. Sabrina, mein Schatz. Ja. Also, Bruder, ich wollte dir nur kurz die zwei Dinge mitgeben. Das mit dem Regenbogen, die Ergänzung. Und dann schick mir das bitte in der Nachricht. Ja, ist kein Problem. Ich schreibe dir privat, welchen Vers und um welchen Fest es sich handelt. Dann guckst du dir mal das Fest an und dann liest du dir, du kannst auch von mir aus den ganzen Kontext lesen, dass man nicht sagt, hey, okay, jetzt hast du nur ein oder zwei Verse rausgenommen. Du kannst gerne den ganzen Kontext lesen, dann siehst du, dass es dort eben um einen Heidenkult geht. Das heißt, die Schiiten betreiben nichts anderes als Heidenkult. Ja, ja, okay, das ist krass. Oh. Ja, wie gesagt, Ozan hat ja selber gesagt, das sind alles Mushrikuns, also es passt. Nee. Wenn Ozan kommt, wird das nochmal sagen, aber wie gesagt, ja. Hat ja auch recht von dem, was er sagt. Die Bibel selber sagt es ja über sie, dass sie Heiden, sind und Götzenanbeter. Dann Wahnsinn. Ist Ozan heute Abend dabei? Ozan, ich weiß nicht, wenn Ozan kommt, dann soll er nochmal aufklären, bei Ozan ist Koranite. Der hat mehr Wissen wie die Sunniten und Schiiten. So hat er selber gesagt. Er hat gesagt, er weiß mehr wie die. Und er hat selber gesagt, die Sunniten und die Schiiten sind fehlgeleitet. Das ist das, was Ozan sagt. Er ist Koranite. Ne? Also, ja. Wahnsinn. Also, von Ozan kann man auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Ich habe ein bisschen gelernt von ihm. Gestern Abend. Ja. So, also Leute, also Flex, ich wünsche was. Ja, Leute, ich küsse euer Herz. Bis dann, bis später, Leute. Später bin ich nochmal da, Leute. Und dann starte ich nochmal ein Stream. Ne? Also Leute, bis später und bleibt alle voller Liebe. Gottes Segen. Ich muss kurz jemanden sperren. Das ist so. Einfach direkt sperren. Okay, alles klar. Also gut, Leute, bis später. Ich küsse eure Herzen, ne?
Der war schwul, dieser Prophet, der an ihn glauben. Der war schwul, der fickt Kinder, große, kleine, junge Mädchen. Der fickt alles. Der fickt Dreijährige. Was ist das? Was ist das für eine irre Lösung da, Hurensohn? Was ist das? Nein, warte. Neunjähriger Motherfucker, so wie. Ach, Scharbot, warte. Das ist. Warte. Hey, Gi, Bruder, lass mich in Ruhe. Nicht reden, bitte, lass mich. Hä? Padin, wir werden sonst gesperrt, weil du beleidigst. Du darfst nicht beleidigen, ja, bitte. Nicht, sorry. Bitte, in meinem Stream nicht beleidigen. Also, es ist lustig, ja, aber bitte nicht beleidigen. Bitte. Ich beleidige dich. Vielleicht weißt du, was das richtig ist. Die sagen, alle Muslime ist eine. Ne? Schwule, weißt du, ich will sagen, was willst du mir Schwule erzählen, Alter? Der war schwul, Alter. Der fick Kinder. Nein, ich beleidige dich. Der war schwul. Ich schwöre auf meine Mutter, der... Ja, keine Beleidigungen. Das geht ein bisschen zu weit. Beleidigungen gehören hier in den... Gar nicht gut, Lars, ist okay. Aber ja, was ist richtig? Die Leute sagen alle, wir sind alle Muslime ist eins und die alle nur glauben an ein Buch, ne, und Mohammed. Aber ich fuhr, ne, geh in ein Land und gib Geld von diesem Land und sag, geh kämpfen über Muslime, die gehen einfach in die Muslime kämpfen. Ja. Ja, Flex, du gehst ja jetzt gleich nochmal einmal, wollen wir bald. Ich tue jetzt die Gewichte zerstören, Bruder Herz. Ja. Wollen wir balsam für die 349 Zuschauer, die eine Ankündigung vom Herrn persönlich, und danach kannst du den Stream beenden, balsam für die hören. Der gute Hirte, wir reden aus Helsinki, 3411, altes Testament. Genau, 3411, altes Testament. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte seine Herde zusammenhält. An dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, womit sie zerstreut werden an dem Tag des Gewölks und der Wolkendunkels. So, jetzt gehen wir in Johannes, ins Neue Testament, Johannes 10, 11, Vers 10, und da spricht Jesus: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Er lässt sein Leben für seine Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte war, die Schafe nicht gehören, sieht den Wolfs kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt, zerstreut die Schafe. Wir sehen also, wer ist der gute Hirte? Altes Testament, Neues Testament. Unser wahrhaftige Lebendige. Genau. So. Wahnsinn. Amen. Alle einmal ein Herzchen für Jesus Christus, Leute. Alle einmal ein Herzchen, Leute, für Jesus. Ich küsse doch eure Herzen. Einmal ein Herzchen, Leute, dann gehe ich. Alle bitte einmal ein Herzchen, Leute. Dann machen wir eine kleine Pause. Ne? Ich küsse doch eure Herzen. Ne? Ich küsse doch eure Herzen, Leute. Einmal alle ein Herzchen. Aber langsam dann, die zeigen uns alles und dann kommt langsam alles. Gott hat nicht einmal in eine Leute gelassen und nicht, was er hat schlimmer gezeigt von dieser Leute. Jetzt gerade, die zeigen uns die schlimmer bei dieser Leute, was passiert, und die zeigen alle Leute, nicht nur uns. Aber noch weiter, er zeigt alles, noch weiter. Wahnsinn. Also gut, ne? Kirani, Bruderherz, ich küsse dein Herz, ja, ich stehe weiterhin hinter euch und genau, Leute, jetzt machen wir mal eine kleine Pause, ich gehe jetzt erstmal die Gewichte zerfetzen, ich küsse eure Herzen, ja, hier einmal Gorillaware in the house, Flex in the house, Flex is ready, hier, mein Trinken ist auch schon ready, ne? Jetzt werden erstmal die Beine vernichtet. Und dann mache ich ein bisschen Sparring und dann schauen wir mal. Ne? Also Leute, ich küsse eure Herzen. Ja, bis später und bleiben wir bitte alle in der Liebe. Möge der Herr Jesus Christus wirklich euch alle segnen. Ja, und
Genau, Leute. Ich küsse eure Herzen. Ne? Okay, Bruder. Claudio, Bruderherz, danke, dass du da warst. Rani, danke, dass du da warst. Gerne, gerne. Und bis später, Leute. Ich küsse euch. Ich verstehe eine Sache nicht. Ja. Ja, okay. Aber guck mal, Ozan, das kriege ich immer noch nicht aus meinem Kopf. Das heißt also, die Wahhabiten, diese Gelehrten, die den Islam so lange studiert haben, ja, frage ich mich eigentlich, warum sagen die dann, Allah hat Augen und die verbinden ihn mit Shao Kahn, mit zwei rechten Händen. Das ist nicht metaphorisch gemeint. Ich kenne sogar Frauen, wahhabitische Gelehrte, die sagen ja, aus 95% der Hadithe sind gelogen. 95%. Ich kenne auch manche. Ja. Ja. Das Ding ist, manche Verse aus dem Koran, ja, lesen die wortwörtlich. Bruder, du bist nicht am Handy. Hast du Kopfhörer oder irgendwas? Weil man hört dich so schlecht gerade. Bruder, ich bin da, ich höre dich. Bruder, manche Verse lesen die nicht im Kontext, also wie das Wort in anderen Versen übersetzt wird. Und die nehmen alles wörtlich. Okay. Das ist auch das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wow. Wow. Ja. Wahnsinn. Das heißt rein theoretisch, wenn du dir diese ganze Geschichte anguckst, dann sind diese ganzen Sunniten, Schia, so wie du sagst, die sind alle sowieso fehlgeleitet eigentlich. Die meisten, also Bruder, das Ding ist, viele wissen auch die Religion nicht, ne? Guck mal, du fragst den was, die sagen einfach das Standardliche, was man hört. Die haben nichts recherchiert und so. Okay, gegen die sage ich das auch nicht. Die haben nichts recherchiert. Die wissen ja auch nicht viel. Das sind richtige Muscheln. Die müssen auch ein bisschen erreichen. Aber Leute, die das wissen und absichtlich verdrehen, das ist das Schlimme. Weil, guck mal, ich habe auch Freunde, ich frage den was, ja, es ist so. Wenn ich was sage, sagen die, ja, okay, die wissen das ja nicht. Gegen die habe ich auch nichts. Aber die das wissen und absichtlich verdrehen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Deshalb sagt ihr auch eigentlich auch bei uns, ja, das steht sogar im Bukhari, aber gegen den Hadith habe ich nichts. Das erste, was herausgesandt worden ist, lies. Warum? Das ist das Wichtigste. Ohne Bildung, ohne Wissen. Jetzt verstehe ich, warum Gott sagt, Menschen, die ihr Verstand nicht benutzen, sind bei Allah schlimmer als Tiere. Das ist so. Das heißt also, die sind schlimmer wie Tiere sogar. Die Menschen, die ihr Verstand nicht benutzen, alle Menschen, die ihr Verstand nicht benutzen, die einfach irgendwas folgen, irgendwas ist nicht auf die Religion bezogen, irgendwas, die aber ihr Verstand nicht benutzen, sondern einfach sagt, ich habe von dem gehört, das ist so passiert oder das ist so. Das ist damit gemeint, generell alle, nicht nur Religion. Ja? Aber Menschen zum Beispiel, die wirklich lernen wollen oder, ja, die wissen das nicht. Ja, die lassen sich erfreuen. Das ist ja okay. Man hört nicht ganz schlecht. Menschen, die einem zuhören, meine ich, ja, die was lernen wollen, das ist ja okay. Ja? Deshalb, wie gesagt, oder ich tue ja nicht alle unter einen Kopf, ja. Aber, nein, tust du ja nicht, aber du hast ja eigentlich aus dem Koran hast du ja zitiert und hast gesagt, wenn. Die sind in Allah schlimmer wie Tiere, diese Wahhabiten. Also ich finde das krass, weil... Nein, Bruder, so habe ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, die ihr Verstand nicht benutzen. Generell über alles, nicht nur bei der Religion, überall alles. Die Verstand nicht findest benutzen. Also, findest du, es gibt sehr viele hier in TikTok? Ja, oder? Bruder, weiß ich nicht, Bruder. Guck mal, es gibt viele Leute, ich sehe deren TikTok-Videos, die reden immer das Standardliche, was man kennt. Also die wissen nicht zu viel. Das ist das Problem. Okay, verstehe. Keine Ahnung. Ja? Guck mal, die hören das von ihrem Hodja, die sagen, okay, das ist richtig. Aber recherchieren nichts. Das ist das Problem. Ja? Wahnsinn. Und Bruder, ich bin in diesem Thema drin. Und ich bin immer noch nicht fertig. Also es gibt immer noch bestimmt Sachen, die wir falsch gelernt haben, die ich falsch gelernt habe. Ich bin so drin. Jeden Tag sehe ich, das ist falsch. Ja. Nicht mehr so viel, aber ja. Oder aber guck mal, es gibt ja viele Rechtsschulen, ja, es gibt ja einige Rechtsschulen. Wie würdest du, ich glaube, das Thema hatten wir, aber von der Einstufung, die Rechtsschulen einstufen? Bruder, die nehmen nicht mal ihre Rechtsschule. Guck mal, die Anifiten sagen, man darf auch. Wir hören dich zu leise, Bruder, du bist zu leise. Du bist viel zu leise. Guck mal, die Anifiten. Du bist immer noch zu leise. Anifiten, hörst du mich jetzt? Anifiten.
Hast du, was hast du? Hast du Kopfhörer oder was hast du das hin? Bruder, hörst du mich? Ich höre dich, aber du bist richtig so windig und richtig abgehakt. Ja, ich bin draußen deshalb. Ich muss doch gleich nach Hause, Bruder. Geh mal in einem Ort, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist, damit wir dich besser verstehen. Okay, ich geh das, Bruder. Ich geh dann auch raus, Bruder. Ich hab miese Hunger. So, jetzt hörst du mich, glaube ich, besser. Jetzt hören wir dich besser, aber du müsstest dich nur ein bisschen lauter machen oder, keine Ahnung, Kopfhörer rausnehmen. Okay. Bruder, die Hanefiten, was die Sunniten vor in einer Rechtsschule sagt, du darfst auf deiner Muttersprache beten. Die Sunniten nehmen nicht mal ihre Rechtsschulen an. Das ist auch ein Problem. Die nehmen nichts an. Rede mal lauter, ein bisschen lauter. Bruder, hörst du mich? Jetzt hören wir dich, jetzt besser, ja. Okay. Guck mal, die Sunniten haben ja eine Rechtsschule, Hanefiten. Die sagen, man darf auf der Muttersprache beten. Die folgen auch nicht mal ihren Rechtsschulen. Die folgen nur das, was ihnen... Wahnsinn, 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 was wir heute hier alles miterleben. Wahnsinn, was wir hier alles... Das ist Wahnsinn. Bro, ich muss raus. Ich bin jetzt... ich wurde angerufen. Ich komme später. Ach so, von Alimo wirst du angerufen, oder? Ah, okay, er wird von Alimo angerufen. Kann ich verstehen. Nee, alles gut. Ja, er wird bestimmt heute Abend dabei sein im Live. Ja, also der wird ja von, also Alimo ruft ihn an, ne, und sagt ihm, er soll hier rausgehen. Ich kann ihn schon verstehen, ne? Ich meine, er deckt hier, also Ozan deckt den kompletten Islam auf, ne, es ist voll krass, ne. Also ich habe gedacht, ich hätte mehr Wissen, aber der Ozan, das ist der Wahnsinn, wie er das macht, wirklich, das ist krass, ne. Wahnsinn, ich dachte wirklich, dass ich da, jetzt ist er rausgegangen. Wie gesagt, Leute, wir müssen für Ozan beten, ne? Es ist sehr, sehr interessant, wie er wirklich alles aufdeckt und darüber spricht. Ist krass, ne? Ist wirklich sehr, sehr krass. Ich bin eigentlich auch live gekommen wegen Ozan, weil er redet darüber und mich würde es interessieren, wie er von seiner Sicht aus auch alles erklärt. Und das tut er auch letztendlich. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn. Wow, ist krass, Leute, ist krass, was wir hier alles hören und was er sagt, das ist wirklich krass, wirklich sehr, 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 sehr krass. Und deswegen, Leute, ne, wir sehen hier, dass da bei denen wirklich sehr, sehr viel Verwirrung ist, ja, auf der anderen Seite. Deswegen sage ich immer, Leute, das Evangelium ist und wird die Wahrheit bleiben. Warum? Denn der Vater hat seinen Sohn gesandt, dass er für unsere Sünden was ans Kreuz geht, ja. Und er ist am dritten Tag auch wieder auferstanden, ja. Und somit wissen wir auch, dass er der lebendige, wahrhaftige Gott ist, ja. Und wir müssen auch weiterhin über das Evangelium sprechen, aber auch, wie gesagt, gleichzeitig auch, ja, aufdecken und aufklären. Ne? Der Weg und die Wahrheit und das Leben, genau. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und an alle, die hier drin sind, ne, Gottes Segen. Und ich habe irgendwas Weißes in den Augen. So. Das war bestimmt Creme. Habe ich vorhin ein bisschen eingecremt. Genau, Leute. Ich küsse eure Herzen. Ja, nicht wundern, Leute, Ozan ist jemand, wirklich, der ist sehr, sehr ehrlich. Er ist sehr, sehr ehrlich. Der spricht, also er ist Koranite, er spricht über die Sunniten, die Wahhabiten und deckt da ein bisschen auf und sagt, dass, wie gesagt, dass einige auch wirklich fehlgeleitet sind, die das den Koran nicht verstanden haben. Das ist krass, ne? Und deswegen sage ich, Leute, das Evangelium war da. Jesus Christus sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Ja. Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ist Jesus Gott? Ja, Jesus ist Gott. Richtig. So. Dann holen wir mal ein paar Leute hoch. Schauen wir mal, wer
hier hochkommen möchte. Das ist doch gar kein Problem, Leute. Ja? Hallo, guten Tag. Guten Tag, mein Lieber. Was können wir denn für dich tun? Ja, Koran, was können wir denn für dich tun? Nichts, Bruder, alles gut. Möchte ich nichts von dir. Okay, okay, wegen was bist du? Ja, beantworten. Wie bitte? Ob du eine Frage hast heute in deinem Livestream. Kann ich dir gerne. Also ich habe gegenüber dir habe ich keine Fragen. Nö, tatsächlich nicht. Bist du Sunnite, ja, okay, oder bist du Schiite? Ich bin Muslim. Es gehört, also es interessiert mich nicht, ob ich Sunniten oder Schiiten bin. Ich bin Muslim. Hä? Also, aber welche Rechtsschule folgst du? Islam-Rechtsschule. Okay. Wie bitte? Richtig. Islam-Rechtsschule. Islam-Rechtsschule. Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, bitte klär uns auf, weil es gibt ja einmal, es gibt ja einmal Wahhabiten, Sunniten, Schiiten und es gibt Koraniten. Ja. Was für eine Rechtsschule oder was folgst du? Klär mich mal auf. Dropkick, Amo, ich küsse eure Herzen. Gut. Wie du gesagt hast, wie deine Frage ist, was du folgst. Ja. Wie bitte? Bist du Christ, oder? Ich bin Christ, tatsächlich, ja, genau. Ah, okay. Was du folgst, ja. Welche Rechtsschule hast du? Ich folge das Evangelium Christi. Evangelium Christi, keine Ahnung, weiß ich nicht davon, aber es ist genau wie beim Christ. Wir folgen nur Allah und das alles. Also bist du Koranite, du bist dann Koranite, richtig? Ja, können wir auch sagen. Aber bei mir ist alles Wahrheit und nichts so oder so. Wir haben. Was meinst du? So oder so oder so? Ich weiß nicht. Du musst mich aufklären. Okay, jetzt ich kläre es dir. Also. Okay. Ja, wir hören dir zu. Islam ist die eine Weise, kann man sagen, oder richtige Richtung. Also, okay. Diejenigen, die gegen Islam sind, die konnten gar nichts machen gegen Islam, aber die haben versucht, den Islam, wie du gesagt hast, also die Fragen, bist du Muslim und welche Rechtsschule hast du? Nein, wir haben keine andere Rechtsschule. Also es gibt, warte kurz, ganz kurz. Also du sagst, es gibt keine Rechtsschule, richtig? Unsere Rechtsschule ist Koran und die ganze Gesetze in dieses Leben steht im Koran. Und was du erzählst und was passiert in dieses Leben und nachher und oder in der Zukunft. Das heißt Zukunft, also, die anderen Rechtsschulen sind in deinen Augen alle falsch, richtig? Wenn die haben den Gesetze von Koran rausgeholt, das, dann ja, die sind auch recht. Aber meine Meinung ist der Koran mein Rechtsschule. Ja. Also Koran ist deine Rechtsschule. Richtig. Wahnsinn. Also alles Muslime, sage ich. Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt also, alle anderen Rechtsschulen sind eigentlich falsch. Man muss den Koran-Rechtsschule folgen. Nein, sage ich nicht. Habe ich nicht gesagt, das ist falsch. Ich sage, okay, wenn den Gesetze von Koran rausgeholt, dann sind die richtig. Ja, okay, weil, wie gesagt, Koran ist die wahre
Gesetze für uns. Als Koran ist wahre Gesetz. Richtig. Okay. Ja. Und egal. Aber was ist versucht, dann, was ist aber mit die andere Koranschule? Falschen Buchstaben im Koran finden, die bis jetzt haben die keine, nicht nur eine Buchstabe falsch gefunden im Koran. Keine falsche Buchstaben. Nicht nur Buchstaben. Es gibt im Koran so eine, es gibt nicht auf Deutsch, nur in Arabisch. Also Kasra, Dhamma, Fatha, die haben auch das nicht gefunden. Also, wie gesagt habe. Eine Frage, bevor Joe reden kann. Bei die Shahada, wie spricht man die Shahada aus? Shahadu illa illa illa. Wie sprichst du die Shahada aus? Wer ist? La illa illa illa. Wie sprichst du deine Shahada aus? Meine Shahada ist Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wait a moment, please. Und Jesus ist Gesandter von Allah. Genau wie Muhammad, alayhi salatu wassalam. Wait a moment, please. Okay, ich verstehe. Ja. Sure 3, Vers 18, kannst du mir das bitte erklären? Das ist eine andere Shahada. Kannst du mir das erklären? Kannst du das lesen auf Arabisch? Ja. Die Sure 3, ja. Vers 18. Okay. Ich habe das so gelernt im Koran. Also, den Christ als damals. Okay, Joe, rede du. Okay. Aber Koran, kannst du uns Sure 3, Vers 18 erklären auf Arabisch? Weil das ist auch eine Shahada. Also Entschuldigung, Leute, wir haben jetzt wieder unsere Zeit für unser Lied. Und zwar geht es jetzt darum, um den Last-Muslim. Wir sind in einem... Warte kurz, Joe. Eine Sekunde, Joe. Koran, kannst du uns Sure 3, Vers 18 erklären? Weil das ist... Kannst du mir das auf Arabisch eventuell vorlesen? Ja, mein Freund, habe ich gesagt schon. Den Fragen alles beantwortet von geborenes Muhammad a.s. und bis jetzt. Aber die wollen immer noch fragen, wie ist das? Wir haben alles geklärt. Und Muslime, ob einen in dieser Welt... Yeah. Bleibt einer als Muslime, kann keiner den vernichten, weil aha. Der ist. Also keiner kann was vernichten? Allah beschützt, die einer keiner. Muslime ist. Weil. Okay. Weil. Koran. Warte. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wartest du mal. Ich war jetzt die ganze Zeit am Reden. Ich würde dich gerne mal was fragen. Okay, klar. Leugnest du die Existenz von Jesus Christus? Leugnest du die Existenz von Jesus Christus? Glaubst du, dass es Jesus Christus jemals gab? Glaubst du, dass Jesus Christus jemals diese Wunder erbracht hat und glaubst du seinen Werdegang? Ja, wir glauben an Jesus, weil Jesus Christus. Also du glaubst an Jesus? Ist nicht Christus. Also warte, ich kläre dir. Mhm. Also wir glauben an Jesus als ein Mensch und es steht alles im Koran und sagt nichts Schlimmes über Jesus. Sondern Jesus, also wir nennen Jesus alles Isa a.s. Wir nennen Jesus, wie die ihnen euch. Aber warte, Koran, Jesus. Du hast meine Frage wir nicht verstanden. Warte, Koran, du hast okay. Meine Frage nicht verstanden. Also hör noch mal zu. Okay. Glaubst okay. Du an die Existenz von Jesus Christus? Glaubst du an seinen Werdegang? Glaubst du an seine Wunder? Und glaubst du daran, was ihm passiert ist? Natürlich, ich glaube es. Aber wie wir sehen, was er gemacht hat, nicht wie euch haben
wie euch siehst, dass Jesus Christus was hat gemacht. Okay, warte, wir gehen nochmal drauf ein. Warte, guck mal, du hast, glaube ich, nicht verstanden, was ich will von dir. Wir gehen nochmal drauf ein. Mhm. Also, glaubst du an die Tatsache, dass es Jesus Christus, wie er war, wie er lebte, wie er arbeitete, wie er die Menschen segnete, wie er für die Menschen gestorben ist? Glaubst du daran, ja oder nein? Wie gesagt, ich glaube, was im Koran steht über Jesus. Ich glaube nicht, was du sagst, was du mir aus der Bibel mir. Aber ich sage dir ja nichts aus der Bibel. Ich frage dich ja eine Frage, ob du daran glaubst, dass es Jesus Christus. Wie gesagt, natürlich ja. Was steht im Koran? Ja, über Jesus. Ja, ich glaube das. Natürlich. Okay. Also du glaubst daran an die Existenz von Jesus Christus, an seine Wunder, an seine Darstellung, an dem, dass er für uns gestorben ist, für uns Menschen, wie gesagt, was im Koran steht, natürlich, ich glaube, alles, was Jesus, was gemacht hat. Ja, aber wenn wir sagen Jesus Christus, natürlich. Dann ist ja das ist ja dann Jesus, das ist ja Jesus Christus. Es gibt ja keinen anderen. Natürlich, nicht anderes. Nein, nein. Jesus, er nennt Jesus, wir nennen es Isa, weil es steht im Koran als Isa-Name. Aber eine Frage, wer ist Isa? Okay. Isa, er nennt es Jesus. Einen Propheten. Wer ist Isa im Koran? Im Koran, was hat er gemacht? Was hat Isa gemacht? Was hat Isa gemacht? Ich sage es dir. Okay. Ja. Isa a.s. war ein Prophet, so wie letzter Prophet Mohammed a.s. Und er hat gesagt, auch zu Leuten, zu damals, wo Leute waren, sagte, es gibt keinen Gott außer Allah. Und bin ich einen Gesandter von Allah. Wann ist Isa gekommen? Vorher, schon lange hier. Vor Mohammed a.s. Vor Mohammed? Richtig. Aber ungefähr welche Jahr kam Isa? Guck mal, wir brauchen nicht den Jahr sagen, weil bestimmt können wir auch Falsches sagen. Aber unser Thema liegt nicht bei welches Jahr oder so. Okay. Ja. Aber. Wait a moment, please. Wait a moment, please. Ich habe das alles im Koran gelesen. Ja, aber wir müssen doch aber wissen, welches Jahr Isa laut Islam entstanden ist oder wann er kam. Ja, habe ich wie gesagt, vor Mohammed a.s. Vor Mohammed, okay. 500 Jahre, 600 Jahre, 700 oder 400, 300, wann ungefähr? Ja, jetzt wenn ich sage, eine Nummer, dann sagst du ja, das ist falsch und so und so. Nein, ich weiß es nicht. Ich frage dich, ich weiß es nicht. Auch nicht, muss ich nachgucken, weil ich bin auch nicht so. Also muss der 1500 vor Christus gewesen sein. Habt ihr gehört? Im Koran ist Jesus, also der Isa, ist der Sohn von Mariam und Mariam ist die Schwester von Aaron und Moses. So, jetzt brauchst du nur noch nachgucken, wann Moses im Koran existiert hat. Und dann hast du eine ungefähre Zeitangabe plus minus 20 Jahre. Wann war der Auszug aus Ägypten? 1400, 1500 vor? Liege ich da richtig? Also müsste der ungefähr auch so 1300 vor Christus gewesen sein, der koranitische Isa.
Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Koran, aber Koran. Du hast gesagt, du folgst der Rechtsschule der Koran. Du nimmst nur das an, was im Koran steht, richtig? Genau, natürlich, ja. Aber was anderes nicht, alles falsch, aber nur Koran. Wie gesagt, mein Freund, wie gesagt, wenn die anderen nehmen von Koran die Gesetze und den Wörter von Koran, dann ist ja auch recht. Weil aha. Islam ist nicht nur, was ihr glaubt, Jesus ist Gott und das alles. Nein, das Koran ist so wie ein Meer. Und wenn du willst, da rein. Also, für uns ist es so schwer, aber für anderen ist nicht schwer. Nur brauchst du die Schahade nennen und das alles, bist du Muslim. Aber für uns also, du musst alles nur sagen, Schahadu, la ilaha, nur die Schahade nehmen und schon das war's. Fertig, oder? Nein, danach muss man also nachgucken, also wo er muss folgen, wo genau gehen. Also, so ist das. Beim anderen. Also wir alles Muslime, wir wissen ganz anderes für uns. Aha. Wow, ja. Wahnsinn. Natürlich. Also du bist jetzt der zweite Koranite, der sagt, man muss nur die Rechtsschule der was folgen? Koran. Also das ist natürlich. Schon mal etwas, was ich jetzt weiß. Nur Koran folgen. Natürlich, weil der Koran ist Wörter von Allah, nicht von jemandem. Sondern von Allah, wo die ganze Leben gemacht hat. Koran, ich habe eine Frage. Aus wie vielen Büchern entsteht eigentlich oder ist eigentlich der Koran entstanden? Wie habe ich deine Frage nochmal nicht verstanden? Also, ist der Koran ein einziges Buch oder sind das mehrere Bücher in einem gefasst? Ein einziges Buch. Ja, und der hier ist aber bewusst, Allah, dass der... Warte, dass ich dir antworte. Ja, okay, gut. Einziges Buch und Allah selber hat den Buch beschützt. Kann niemand eines, nicht, habe wie gesagt, nicht nur ein Buchstabe ändern oder Falsches machen. Okay. Sondern Koran, also du bist dir gerade sicher, was du gerade geäußert hast, ist sicher, ne? Ich will dir jetzt gerade mal was erklären. Du weißt, dass der Islam 600 Jahre später kam. Er kam also 600 Jahre nachdem Jesus Christus geboren ist und seine Taten getan hat, kam erst der Islam. Ja, und es ist ein einziges Buch, das entstanden ist. Also wir haben hier eine Bibel, die aus knapp 65 Büchern entstanden ist. Und wir haben einen Koran, der 600 Jahre später kam, aus einem Buch entsteht. Für dich ja, was du sagst. Nee, das ist nicht nur für mich, das ist ja widerlegt worden. Das ist ja alles bezeugt worden. Und die Existenz von Jesus Christus auch, via Gericht, ist ja auch bestätigt worden, dass er an dem Tag gestorben ist. Dass er an dem Tag auch geboren genau. ist. Genau, guck mal, Koran, eine Frage. Guck mal, es wurde ja bestätigt in der Bibel, ja, und historisch wurde ja auch bewiesen, dass Jesus Christus am Kreuz gegangen ist, ja. Das wissen wir auch in Galater-Vers lesen wir auch eine ganz bestimmte Sache, das will ich aber erst später sagen, aber ich frage dich, wie kann es sein, dass jemand erst 600 Jahre später kommt und sagt, nein, das ist nicht so, Koran? Alles gut, okay. Meinst du, dass der Islam, wie er sagt, wie er fragt, also der Islam ist nach Isa, nach 600 Jahren gekommen? Ja, aber eine Frage, was hat Allah 600 Jahre gemacht, Koran, wenn ich dich fragen darf? Was hat Allah 600 Jahre gemacht? Ohne Spaß, bei allem Respekt, ich frage dich nur, was hat Allah 600 Jahre gemacht? Okay. Bei Al-Adabi, gibt es eine authentische Sahih, wo Allah ein Bett hat, habe ich gesehen. Aber wir wollen jetzt nicht auf die Hadithe gehen,
Vielleicht verstehe ich das falsch, ich weiß es nicht. Aber die Frage ist, was hat Allah 600 Jahre gemacht, Koran? Ja, richtig, du hast recht, aber... ich habe recht mit dem Bett, von Allahs Bett. Ja, okay, ja, okay. Okay. Wir können ganze Fragen, was ihr stellt, beantworten. Aber je nach anderen. Wir haben kein Interesse auf 6 Jahren, was gemacht hat. Wir müssen kommen in richtigen Richtung. Von Mohammed a.s. ist geboren, was gemacht hat. Nicht vorher. Also, wenn, was du gesagt hast, nach in 600 Jahren, was gemacht hat. Nein. Wir müssen sagen, also darüber reden, was gemacht hat Mohammed a.s., wenn es geboren, bis jetzt. Vorher nicht. Mhm. Astaghfirullah, ich weiß nicht. Salamu alaikum, Jesus Christus. Hey, servus Ali, ich küsse dein Herz, Bruder. Küss auch dein Herz, Bro. Du, wow. Du bist echt ein Schnitzer mit deinem Bettspruch. Ja, du, ich versuche Koran zu verstehen. Also erstens haben wir, also er hat jetzt bestätigt, ja, es stimmt, was ich sage mit dem, mit dieser Lieferungskette und hat gemeint, man muss nur den Koran folgen. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, habe ich es auch verstanden. Also wie Osan, also er geht nur nach dem Koran, ne? Genau, man muss die Gesetze der Koran folgen. Und die Schule, die erfolgt, ist nur was? Koran. Das hat er gesagt. Ja. Aber die Frage ist, was ist denn mit den anderen Rechtsschulen? Ja, also es gibt ja verschiedene Rechtsschulen. Dann habe ich ihn gefragt, welche Rechtsschule folgt. Er hat gesagt, er folgt keine von denen, er folgt nur was? Koran. Ja, okay. Hm. Also ich weiß ja nicht mehr. Es gab ja mal, ich weiß nicht, also mir kommt es vor, wir haben sehr viele Koraniten. Also Koran ist wahrscheinlich, also gehe ich davon aus, Koranit. Genau. Okay. Koran? Also bist Koranit, Koran. Ja, Ali, bist du Kurde? Ich bin Kurde, Serjava. Kurmanji Sahne? Wahnsinn. War schon sauber. Okay. Koran, auf jeden Fall Ciao an die Bashi, auf jeden Fall Bash. Und wir reden ein andermal. Ja, ich nehme jetzt mal jemand anders hoch. Herr Flex, das hat sich gerade wie Wesh Wesh angehört. Wesh Wesh. Wesh Wesh. Ja. Wie gesagt, Koran, danke, dass du da warst, danke, dass du uns dies nicht auch von dir aus erklärt hast. Man muss die Schule folgen, was von Koran. Jetzt weiß ich Bescheid, das passt. Richtig. Okay, okay. Vielleicht besprechen wir nochmal, vielleicht später oder so. Alles Gute, schönen Tag euch. Ich gehe mal runter. Okay, danke für die Information, nur Koran. Sollen wir mal kurz Galater vorlesen, damit unser Freund Koran mal das irgendwie versteht? Oder gleich, so? Gleich. Ich lese den Galater-Vers gleich vor. Okay. Ich nehme mal jemand anders hoch, keine Ahnung. Also er hat gesagt, man soll was folgen? Nur die Schule von Koran. Was? Warte, wie hieß das nochmal? Warte, Entschuldigung, wie hieß das nochmal? Die Rechtsschule Koran sollte man nur folgen. Wait a moment. Wait a ja. Moment. Schau mal, ob es diese Rechtsschule überhaupt gibt. Koran. Halleluja! Es gibt die Rechtsschule nicht, Mann. Es gibt es nicht. Yalla, ich geh runter. Wahnsinn. Oh, Mann. Ja. Oh, Mann, Leute. Wahnsinn.
Egal, jetzt holen wir mal jemand anders durch, ich weiß nicht mal. Aber die Frage war interessant von dir, also hier schnell, ganz schnell, was du ihn gefragt hast, also dass der Koran nach 600 Jahren gekommen ist, also was hat der Herr denn so lange gemacht, dass er ihn nicht gesandt hat, also das würde mich auch sehr interessieren. Genau. Das würde mich auch sehr interessieren. Also, weil erst als alles, was erschaffen wurde, da war es ja schon da. Aber alles, was später kam, ist ja ein bisschen mysteriös. Nichts gegen das, ne? Aber das ist meine Meinung. Ja. Guten Tag. Guten Tag, Giacomo. Was können wir denn für dich tun? Nein, ich bin am Hören, was ihr redet. Weil ich bin neugierig. Weil ich bin Italiener. Ich wohne in Italien, aber ich höre nur von eurer Geschichte aus. Koran, Bibel, bla bla bla. Ja. Eine Frage. Ich höre viel von dir sowas, aber wo ist die Grab von eure Mohammed? Wo ist der gestorben? Wo ist sein Grab? Der Grab von Mohammed meinst ja. du? Ja. Das sind Christen ich jetzt. Weiß nicht. Das können nur Muslime beantworten, weil wie gesagt, ich bin da sehr unwissend. Ja, ein Moslem kann das vielleicht sagen, wo eventuell wo das ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er weiß nicht, dass du Christ bist. Bruder Flex, er weiß nicht, dass du Christ bist, denke ich mal. Ja, das habe ich nicht verstanden. Jetzt weiß ich, dass du Christus bist. Weil ich bin auch katholisch, aber ich bin halber Atheo. Ich gehe nicht in die Kirche, aber ich möchte gerne immer was zwiegen. Verstehst du? Jetzt vom Koran. Aber ihr weißt, das Koran ist nur ein Teil von der Bibel, von der alten Bibel. Ja, tatsächlich, ja, ein bisschen, ja, ein paar kleine Sachen, ja. Noch viele Sachen, viele Sachen kommen von der Bibel aus. Diese Schweine, bla 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 bla. Ja, da muss man erstmal in eine College. Ich war 4-5 Jahre, weil ich jung war, in eine College. Ich weiß nicht auf Deutsch, was das heißt. Heim, Maria, muss ich am Heim in College. Also viele sagen, das Grab von, oder ich lese hier hat einer geschrieben, der Pascha hat gesagt, das Grab von dem Propheten ist in Medina. Ja, Medina gibt es auch, Kokain gibt es auch in Medina. Junge, gibt es nur einen Gott. Ob der Allah ist oder Jesus Christus, oder so, nur ein Gott. Andere Geschichte für mich sind Dummheit, was ich höre. Tut mir leid, das zu sagen. In meiner Familie... Findest du, die Geschichte von Mohammed ist eine Dummheit, hast du gesagt? Nein, Geschichte, sind Geschichte. Ja, also die Geschichte ist für dich eine Dummheit, richtig? Ja, weil es gibt nur einen Gott. Nur einen Gott und einen Sohn von Gott. Und die andere Sache sind nur Träume. Weißt du, wir sind viele islamische Leute auf der Welt rausgekommen. Warum? Die haben ein richtiges Buch wie die Bibel, wie die 10 Kommandamente. Ich weiß nicht auf Deutsch, was heißt 10 Kommandamente. Also du hast gesagt, es gibt nur einen Gott, aber die Geschichte von Mohammed ist eine Dummheit. Richtig? Verstehe ich das richtig? Ja, richtig. Wahnsinn. Ja, kann auch Wahnsinn sein. Ja. Okay. Kann auch Wahnsinn sein. Weil ich kenne mich so gut aus. Weil ich habe nie in meinem Leben die Grab von diesen Leuten gesehen, von diesem Mohammed gesehen, was weiß ich, was die Leute sagen. Für euch, das ist nicht wahr, aber für mich ist das. Für mich gibt es nur einen Gott. Nicht gibt es keine, gibt es diese artische Gott oder was weiß ich, dass die Dinge nur ein Gott. Ob der Allah sei oder was weiß ich, ist nur ein Gott. Und die Grab, wo ist die Grab? Wir haben ein Grab von Jesus Christus. Das ist in Jerusalem. Ja. Wo ist eure Grab? Ja, wo ist eure Grab? Also die sagen, der Grab von den Propheten ist in Medina. Medina, zwischen Marokko und Israel. Medina ist Marokko, glaube ich, ne? Ja, Medina, okay. Irgendwo, ich weiß nicht, ja, die sagen zwischen, Medina. Ja, zwischen Spanien und Marokko ist Medina. Da komme ich, ich bin Italiener, ein bisschen verstehe ich von sowas. Okay. Das ist meine Meinung, aber ich glaube aber Medina ist ja in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, gut, kann auch vielleicht, dass ich mich falsch gehört habe. Alles gut. Aber das ist normal, weißt du, jeder muss auf seinen Glauben glauben und ich glaube nur an Gott. Aber was denkst du über Mohammed? Denkst du, für dich ist er ein Wahrhaftiger oder denkst du, er hat alles richtig gemacht? Deine Sicht aus. Meine Sicht aus ist das. Wer in Gott glaubt, bin keine Leute um.
geht nicht von den anderen Leuten, Allah, warum ging an den Leuten um? Warte mal, denkst du, Mohammed hat Menschen umgebracht? Das willst du sagen? Nein, er nicht. Aber wer ihn folgt, heute zu Tag, schau mal Hamas, schau mal diese ganze Geschichte Krieg, schau mal die Leute sind in Italien, in Deutschland, und die machen nur Terrorismus. Die gehen da immer Halachbar. Hast du mal gesehen, eine Christ, die sagen, in Gott, im Namen des Gottes, ich bin nicht um? Nein, habe ich nie gesehen. Andere ja auch nicht, andere Glauben machen das ja auch nicht. Aber Halachbar sagen die doch, oder? Was meinst du mit Allahu Akbar? Ja, ich habe 63 Jahre. Ja. Ich habe viele Freunde von mir, die sind islamische Leute. Sehr gute, vernünftige Leute. Ich war 40 Jahre in Deutschland. Ich bin in Deutschland groß geworden, Schule gemacht, alles. Ich habe mit Türken gelebt, meine Enkelkinder sind Kurde. Von Kurdistan, original. Mashallah. Okay, und ich liebe diese Jungen als alles. Meine Enkelkinder sind alles für mich. Verstehst du, was ich meine? Alles sind für mich. Und wir reden auch manchmal von Religion. Mhm. Ich sage immer meine Kinder, lasst die Religion raus von dieser Geschichte. Wir sind zu klein, auch die 20 Jahre haben und das ist was größer als uns. Vielleicht verstehen wir sowas nicht. Aber ich merke viele Unterschied zwischen gottlichen Christus und islamischen diese Leute. Verstehst du? Das fehlt was. Ich weiß nicht, was fehlt vielleicht. Was ich meine? Okay. Das ist mein Fehler vielleicht. Das ist vielleicht mein Fehler, kann auch sein. Aber ich sehe keine Zukunft für diese Leute in Europa. Deswegen sage ich, Junge, wenn in Deutschland nicht gut passt für diese islamischen Leute, dass sie zu viel Stress machen, gibt es andere Möglichkeiten. Findest du, islamische Leute machen Stress? Die meisten, die ich zurzeit kennengelernt habe, ja. Schau mal in Italien, was passiert. Wahnsinn. Schau mal, was passiert in Italien. Hey, ja, komm einmal zu meinem Freund. Du musst eins sagen. Demokratie. Du kannst sagen, was du willst. Ich kann hören, was du sagst. Ist normal. Was? Das ist meine. Das ist normal. Deswegen sage ich dir, wir müssen zueinander gut leben. Hast du mal gesehen, yeah, gestern von die Geschichte von Nandes? In Nandes, wegen islamischer Leute, gibt es keine Weihnachtstag mehr. Die können nicht Weihnachten feiern in Frankreich. Ist nicht in Arabien, ist nicht in Türkei, ist nicht in Irak. In Frankreich, in Nandes, kann man nicht Weihnachten feiern, weil sonst beleidigen wir die islamischen Leute. Was ist das, wenn du meinst? Wir machen andere gute Sache für die Leute, ja, kommt bei uns, wir helfen euch, und die machen unsere Geschichte weg, verstehst du meine? Das ist Geschichte von den anderen, ja, Nationen wegzumachen, das ist falsch. Das findest du arrogant, ja. Ja, das ist völlig falsch, also sie wollen ihre Lehre dir aufzwingen, aber deine verbieten, also das geht, da bin ich auch bei dir, das geht gar nicht. Das ist scheiße, das machen sie auch in Italien. Recht und über deinem Gesetz, das ist... Ja. Also das heißt also, Giacomo, du darfst bei dir kein Weihnachten machen, weil sonst ist das für die eine Beleidigung, oder wie jetzt? Nein, umgekehrt. Schau mal hier, in Italien, ein Dorf von Grado, gibt es viele islamische Leute. Morgen machen die großen Stress, weil die wollen keine Weihnachten feiern in Italien. Die wollen keinen Weihnachtsbaum sehen und nichts in unserer Stadt, in unserer Italien. In Europa, also die wollen ihre Stadt übernehmen und da nichts zulassen. So habe ich es verstanden. Verstehst du? Okay. Ihr seid Gast. Richtig, das geht gar nicht. Ihr seid Gast. Genau. Verstehst du? Und also du sagst, Giacomo, diese Menschen sind Gast. Ja, die sind Gast. Du bist auch Gast. In mein Land, du bist auch Gast. Du bist kein Deutscher, du bist kein Italiener. Du bist Gast. Ich muss dich respektieren als Gast. Ich muss meine Tür aufmachen, mein Häschen geben, mein Geding geben. Aber du musst dich als Gast fühlen, nicht als Chef von das Haus. Du musst ja das Fest was ist aber, wenn die in dem Land kommen, aber sich trotzdem wie Chef fühlen? Was sagst du dazu? Nochmal bitte. Was willst du? Nochmal. Was ist aber, wenn die in deinem Land trotzdem kommen und trotzdem Chef sind? Das ist falsch. Da müssen wir was unternehmen. Das geht nicht. Weil wir kommen nicht in euer Land und wollen euch rausnehmen, eure Familie nehmen. Ja. Das ist Krieg. Das ist, irgendwann passiert sowas. Das geht irgendwann passiert das.
Das sind ja italienische christliche Werte, die musst du ja respektieren, akzeptieren. Ja. Du bist ja Gast. Aber wartet mal, wo steht denn das, dass man kein Weihnachten mehr feiern darf in dem Dorf? Ja, Nandes in Frankreich, in Italien, in Grado, Montelice. Schau mal nicht in der Net. Und 23. Dezember, die werden große Streit machen in Italien. Islamische Streit in Italien. Was ist diese Scheiße? Islamische Streit macht in den Namen. Warte. Die streiken in Italien. Ja, die Wege, Wege. Bella Italia, wo sind unsere Mafiosis? Schau, warum? Gott, ja, vielleicht kommen die für euch. Das ist ein Problem für euch. Islam hat gesiegt und wird siegen. Was? Islam? Islam wird siegen. Wahnsinn. Ja, diese, hier kommen die Italien, Deutschland, ihr denkt, die sind da, ist alles für euch. Ihr seid die große Chef. Kinder, ihr seid so klein, ihr seid die 10% in ganz Europa. Was meint ihr, wenn ihr so nochmal so viel Stress macht? Ihr geht alles raus von Europa. Das ist normal. Weil wir müssen unsere Kinder schützen wegen euch. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Problem. Wir müssen als erwachsene Leute unsere Familie, unsere Kinder schützen. Weil du kommst nicht in mein Haus und bist und kannst du sagen, ich will das. Nein. Du willst, was ich dir jetzt hier geben kann. Mehr kann ich nicht geben. Ja. Giacomo. Ja, mein Freund. Ich glaube, wir müssen uns zusammentun mit die ganzen Corleone. Ich bin die Abwehrmafiose, Junge. Cosa Nostra. Ich habe 20 Jahre Gefängnis. Flex, ich habe 20 Jahre Gefängnis gemacht. Das ist meine. Und ich lasse mich nicht verarschen. Nochmal, was? Ja, richtig. Ich war 20 Jahre im Gefängnis. Warte, Giacomo, Bruderherz, eine Sekunde. Ja. Eine Sekunde kurz. Ich habe gesagt. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sagt unsere schöne Schwester Sabrina, ist auch Italienerin. Oh, Sabrina! Sabrina? Sabrina, parlo italiano. Sabrina, bist du noch da? Hallo. Sabrina, du bist Italienerin. Ja, ich bin Italienerin. Bringen wir mal unsere ganzen italienischen Brüder mal hier rein. Was ist los, Mann? Ciao bella. Ciao. Di dove sei, Sabrina? Calabria. Anche io vivo in Calabria. Calabria! Dove vivi in Calabria, Sabrina? Dove sei? Dalla bella provincia... Italia! Dalla provincia bella di Italia. Cosenza. Bella Italia. Ah, ok. Io invece sono a Torre Nova, Gioia Tauro. Bello. Ecco, io ho fatto il cuoco. Warte. Habt ihr gerade eben gesagt Calabria? Ja, Calabria. Ja. Bella Italia. Und ich komme von Sizilien, von Siracusa. Von Sizilien? Ja, Siracusa. Giacomo, wo sind unsere Brüder, Mann? Wir sind Nachbarn. Wir sind Nachbarn, aber ich wohne in Calabria auch. Ja. Meine Frau ist Calabria. Ja, aber Giacomo, wo sind unsere Brüder, Mann? Wir sind am Bluten hier, wo sind unsere Brüder? Ja, siehste, bravo. Das wollte ich von dir, Bruder. Aber ein Bruder wird nicht den anderen Bruder umbringen. Ein Bruder wird nicht den anderen Bruder auf den Rücken drücken. Ein Bruder wird kommen raus und sich wie ein Bruder in seinen Tisch stellen. Und das wie ein Bruder. Nicht wie viele Leute von dieser Geschichte machen. Die kommen hier und machen nur Stress und nur vergewaltigt. Das ist falsch. Wir waren in Deutschland 15 Jahre her. Und wir haben auch Ausländer. Aber wir haben uns gefühlt wie Gast. Buongiorno, Giacomo. Buongiorno. Ciao, bello mio. Buongiorno, Bruder. Wie geht's dir, Leo? Buongiorno da euch. Ja. Mir geht's gut. Wie geht's dir, Mann? Wir haben uns gemacht. Mir geht's gut, Leo. Leo, wo sind unsere christlichen Italiener? Wo sind unsere Sizilianer? Ich hab den Giacomo kurz zugehört, habe ich gesagt, ich muss mal kurz rein. Also ich gebe ihm vollkommen recht. Ich komme aus Neapel übrigens, Giacomo. Ja. Ja, Napoletano. Kein Bruder. Wo sind unsere neapolitanische Brüder? Ich sag dir mal was. Alles, was du hier siehst, dieser ganze Aufstand, was der Islamist oder die Islamisten, nichts gegen Moslems. Ich habe viele Freunde, die sind Muslime und die sind echt respektvolle Menschen. Ja, wenn die zu mir nach Hause kommen, die ziehen ihre Schuhe aus, bevor sie reinkommen. Aber das, was hier gerade in Deutschland passiert, das passiert nur in Deutschland. Da, wo ich herkomme zum Beispiel, kann ich dir garantieren, hundertprozentig, sowas würden sie sich nicht erlauben zu machen. Ja, auch in Calabria. Auch nicht in Calabria. Absolut nicht, das kannst du vergessen.
Heißt die Deutschen, Deutschland toleriert zu viel. Ja. Ja. Viel zu viel. Okay. Die übertreiben das einfach. Fertig. Punkt aus, Wasser. Wie der Giacomo gesagt hat, wenn ich zu Gast bei dir bin, dann habe ich mich anzupassen. Ich bin bei dir zu Hause, dann passe ich mich an. Egal, egal welche Einstellung ich habe. Wenn es mir nicht passt, was du mir anbietest, dann komme ich beim nächsten Mal nicht zu dir. Dann gehe ich wieder zurück und fertig. Ja. Guck mal, ich muss da noch sogar was hinzufügen. Weißt du, was schlimmst du an der ganzen Sache ist, dass christliche Missionare bedroht werden hier in TikTok. Ich meine das ernst. Ja, ich weiß, ich habe es mitbekommen. Ja, ja. Ich habe es mitbekommen. Das ist der Wahnsinn. Christliche Wahnsinn. Wir werden hier einfach bedroht. Das ist der Wahnsinn. Aber ich sag dir noch etwas. Ich glaube nicht, dass Deutschland noch zu retten ist. Es ist vorbei. Nein, kaputt. Deutschland kaputt. Noch zwei Jahre, mein Freund, noch zwei Jahre. Nordirland ist auch so. Ja. Aber Giacomo, das größte Problem, weißt du, wo das ist? Wir müssen es leider zugeben, dass Deutschland der Motor Europa ist. Ja, früher. Wenn Deutschland untergeht, gehen einige europäische Länder mit unter. Das ist das Problem. Leo, meine Kinder wohnen in Nürnberg, in Bochum. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich bin jedes zwei Monate in Deutschland, ich sehe das. Ich sehe in Nürnberg diese Leute, die kommen von Hilfe zu bekommen, aber sind nur, wo Fußball spielen und nur Stress machen in die Straße. In Nürnberg, Frauen festigen und Stress machen mit anderen Leuten. Das ist nicht gut. Wir waren auch Ausländer in Deutschland, aber wir waren korrekt, verstehst du? Das waren andere Zeiten, das waren andere Mentalitäten, andere Zeiten. Ja, türkisch waren da, die haben auch Respekt gebracht, aber viel Respekt. Kurden. Genau. Jetzt ist kein Respekt, diese neue Junge, die Dinge, die können alles haben und das ist die Problem. Die denken, die sind Boss von Deutschland. Ja, und auch von Italien. Und wir sind dumme Leute. Leo. Ja, du hast gerade mitbekommen, da war einer da, der war auch Moslem oder Islamist. Der ist herausgesprungen, hat gesagt, Islam wird gewinnen. Was ist das für eine scheiß Einstellung? Was ist das überhaupt für eine Rede? Ich verstehe das nicht. Wahnsinn. Ich meine, Flex ist der Kinder, Mensch. Deswegen habe ich jetzt gefragt, wo sind unsere ganzen Boss der Bosse? Wo sind wir? Flexa, in Galabria, Sizilien. Du bekommst die sollen mal hierher kommen. Die sollen mal hierher kommen. Wir können in Deutschland nicht machen. Ich war in Deutschland auch im Gefängnis, wegen so einem Stress, einem Streit mit so einem Mensch. Ich habe 3 Jahre Gefängnis in Deutschland gemacht, aber hart Gefängnis, in Kassel. Und ich sagte nur eins, Italiener sind so dumm, aber sie haben so ein großes Herz, Italiener. Deutsche sind nur dumm, aber die Deutschen, die machen die Tür auf, auch ohne Hände, weil die haben nur Angst von anderen Menschen mehr. Das ist falsch. Und wir kommen in Italien, Deutschland, die denken, die Leute sind dumm, die haben Angst von euch. Nein, wir haben keine Angst von Islam, wir haben Angst nur von dummen Leuten, verstehst du, was ich meine? Weil du kannst kommen bei uns. Mein Haus ist auf, mein Essen ist für dich. Hast du Geld? Ich gebe dir auch Geld zu leben. Wie machen das für euch? Darf ich Giacomo ganz kurz unterbrechen? Ich weiß, warum, was eigentlich er meint, wo unsere ganzen Bosse sind. Ich sage euch jetzt mal was. Habt ihr mal die letzten Monate mitbekommen, was in Italien mit der Mafia abgeht? Wie die systematisch auseinandergenommen wird? Habt ihr das mal mitbekommen? Habt ihr mal mitbekommen, wie viele Hells Angels systematisch angegriffen werden und TikTok sportlich und festgenommen werden. Und mitbekommen, wie große Gruppierungen, die europaweit agiert haben, wie albanische Mafia und. Systematisch, und Albaner sind Christen übrigens, nicht alle Muslime, ne? Nein, systematisch ich glaub nicht, auseinandergenommen werden. Genau. Ja. Das ist der richtige Albaner ist Christ. Es gibt keinen muslimischen Albaner. Genau, und das ist nämlich eine Taktik, die jetzt gerade voll und ganz im Gange ist. Ja. Also die wollen die ganze europäische Leute kaputt machen. Ja, es sind 2022 45 große Bosse der Nostra, bla, TikTok sportlich, festgenommen worden. Ja, manche sind alles Boss. Nein, aber nachdem kam erst das, was der Jakova und Leo gesagt haben. Nachdem kam das erst alles. Vorher war das alles nicht. Ja. Ich kann zusammengepackt, so viel Schere im Gesicht und die Schmerge in mir geworfen. Haben wir gesagt, wenn du hier in Siracusa lebst, als Sizilianer, du musst Respekt haben, auch für das Hund bei uns. Weil Hund ist auch wie ein Mensch. Lebt und ruft und hält wie ein Mensch. Und du musst Respekt haben. Aber, mein Freund, Flexi, diese Leute haben keinen Respekt.
Gamio, mein Bruder. Giacomo, Bruder, die haben nicht mal vor ihrer eigenen Mutter Respekt. Ja. Verstehst du? Die haben weißt du, was ich höre? Respekt von euch. Die haben nicht mal Respekt vor ihrer eigenen Mutter. Die respektieren keine Frauen. Ja. Die akzeptieren auch keine Meinung einer Frau. Ja, also ich ja. sage euch ganz ehrlich, wenn meine Mutter heute noch, und ich bin 43 Jahre alt, heute jetzt kämen würde zu mir nach Hause und ich würde rauchen, meine Zigarette würde ich wegschmeißen. Ja, das ist Respekt. Ja, das ist Respekt. Ja, ja. Verstehst du? Aber die stehen nebendran und trinken noch einen dazu. Verstehst du, was ich meine? Dann muss ja. wir was unternehmen. Schau mal, diese Musik, dieser Rapper von Bonn, von Wuppertal. Hey, Junge, ich ficke seine Mutter, ich ficke. Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Sportlich, TikTok-sportlich. Darfst du was nicht sagen, gell? Du darfst was nicht sagen. Ja, gut, tut mir leid. Aber diese Scheiße stinkt, was ist das, Junge, ne? Das ist falsch für die jungen Leute, die in die Welt gekommen sind, weißt du? 15-Jährige, die sowas hört, die denken, das heißt normal. Komm, ja, wir machen, was wir wollen. Verstehst du, was ich meine? Das ist die Problem, die sie hätten. Die haben keinen Respekt für die Eltern zu Hause, verstehst du? Und die machen, was sie wollen. Ja. Verstehst du? Das ist nicht wegen euch, tut mir leid. Du bist, ich höre immer dich, ich sehe dich immer und ich höre deine Stimme. Du bist ein sehr guter Mensch. Aber meinst du, die anderen Leute sind so wie du? Manche von diesen Leuten, die verabschieden dich, alte Muslimen. Und ich merke das. Obwohl ich nicht Deutsch sprechen kann, aber ich merke das. Aber tut mir leid, das ist sein Charakter, sein Temperament. Verstehst du? Ja. Aber ein Tag wird alles fertig sein, mein Freund. Da wird wieder Europa ein bisschen frei sein. Schau mal, von 1300, die Österreich hat islamische Leute alles weggemacht. Jetzt, meinst du, was machen die jetzt? Ein Tag kommt schon wieder Putin und der macht dieselbe Scheiße. Der macht das alles raus. Weil wir sind die europäischen Leute, wir haben unseren Charakter. Und wir lieben die Leute, wir lieben die Menschen, wir lieben Freiheit. Wir wollen Frauen sehen. Weißt du, wie schön ist eine Frau mit einer Minigonna, mit einer hübschen Hose? Mit einem kurzen Rock. Ja, richtig, mein danke. Weißt du, wie schön ist deine Frau? Ah, Giacomo, ah, Giacomo, bist du immer so bereit? Ohne, ohne. Kleine Casanova, TikTok-Sportlich. Buongiorno, Sabrina, anche tu sei italiana? Sì, sono calabrese. È sempre italiana, no? Comunque. Sì, però la Calabria è la Calabria, eh? Beh, vabbè, Napoli, Napoli, Sicilia, Sicilia, mm, però sì, è sempre italiana. Also, es ist ja so, im Süden halten alle zusammen, ja. Ja. Okay, aber auf Pasqua, auf Pasqua. Sabina, ihr Regno delle Sicilie. Wir sind alles Brüder und Schwestern, ja. Also, Sabrina, genau. Il Regno delle due Sicilie, Calabria, Napoli e Sicilia. E Calabria non mezzo. E chi è? A Sicilia. Ja, das stimmt. È bella. E poi c'è l'anduia, chi si fa mangiare un po' d'anduia da gente qua? Sì. Beh, sì, male, Sabina. Lex, verstehst du un bisschen italienisch? Nee, mein Vater kann italienisch, ich aber nicht. Aber soll das? Du bist so intelligent, du bist so intelligent. Musst du ein bisschen. Aber Leo, bist du aus der Schweiz? Ich arbeite in der Schweiz, ja. Na, haben wir gehört gerade. Echt? Okay. Ebbe, hast du gesagt, Ebbe. Okay. Nee, ich hab jahrelang Leo, in Deutschland gewohnt. Kommst du aus der Schweiz? Ich wollte gerade fragen. Ich? Leo. Meinst du mich? Nee, ja, ich arbeite in der Schweiz, ja. Also, kannst du Schweizerdeutsch reden? Ah, das ist eine Katastrophe, ey. Ich kann auch Schweizerdeutsch, Sabrina. Acht? Schweizerdeutsch ist sehr schwer zu verstehen, ja. Die Kinder leben doch in der Schweiz. Ah, okay. Grüezi miteinander, geht's dir gut? Okay. Ja, super. Mir geht's gut. Ja, Schweizerdeutsch ist schon eine spezielle Sprache, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe 13 Jahre lang in der Schweiz gelebt. Irgendwo habe ich gesagt, aber, reicht. Aber ich hab eins gemerkt, wenn du in der Schweiz Deutsch redest und du tust so, als ob du sie nicht verstehst und sagst, bitte Hochdeutsch mit mir reden, dann sind die alle so ein bisschen schlecht gelaunt. Ja, ja, das stimmt. Versuch mal, die in Holland zu reden. Die mögen wahrscheinlich die Deutschen nicht so. Nee, die mögen. Leo, ich habe auch mal mit eingeredet. Aber ich sag Deutsch reden, er sagt Tschüss. Nee, Leo, also die versuch mal, in Holland zu leben. Ich war in Holland, ich habe ein Hotel gehabt in Holland. Okay. Ja, du warst Rassist gegen Italiener. Sie sagt zu mir, bitte Holländisch reden. Okay, aber sie sagt, mal zu. Ich rede Deutsch, Italienisch und Englisch. Mehr kann ich nicht. Weil Holländische Frage ist so viel zu schwer für mich. Aber die waren wegen mir sauer. Wo bist du jetzt, Giacomo? Wo lebst du jetzt, Giacomo? Ich bin in Kalabrien, in die schönste Kalabrien. Bist du jetzt wieder zurück? Wie lange warst du in Deutschland? Ich bin in Kalabrien. Sind sie 11 Jahre, aber meine Frau ist von Kalabrien. Obwohl ich war in Neapel viele Jahre,
Ich bin Napoli-Fans, ich bin Napoletano von Herz. Und meine Frau das, und ich spiele von Siracusa. Ich schick dir jetzt gleich eine Anfrage, okay? Ja. Leon, ja, gut. Wann warst du das letzte Mal in Napoli? Letztes Jahr. Achso, ich will immer Leao sagen. Kennst du Leao? Ah, Leao, ja. Leao ist von Milano. Ja, genau. Mailand, Leao. Ja. Ach, was du meinst, du meinst den Fußball? Fußball, Leao. Der hat nichts mit Napoli zu tun. Ja. Nein, der hat mit Milan zu tun, aber wegen deinem Namen. Ich will immer Leao sagen. Ja, okay, Leute, ganz kurz, Leute, wenn ich jetzt reinrätsche. Ich würde dann weiter ein bisschen über die Trinität sprechen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ansonsten, Leo und Jaco, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann würde ich kurz weitermachen. Ich meine, das Gespräch ist wirklich sehr schön, sehr interessant, aber ich muss auch ein bisschen weitermachen hier. Wir haben jetzt einen geilen Hund gehabt. Ciao. Also, okay, ciao. Dann, alles Gute dir auch. Ciao, Leo. Ciao, Sabine. Und Respekt auch bei dir, Felix. Flix, ne? Alles Gute. Danke. Und weiter so. Alles Gute dir auch. Danke dir, ne? Ja. Ciao. Ja, Osimhen ist Napoli, natürlich. Okay, also tschüss. Ne? Komm mal wieder, Leo. So. Mach das, Moment. So, RK, wie geht's dir? Ja, gut. Hallo, Flex. Das erste Mal bin ich hier. Gottes Segen. Nein, du bist das zweite Mal hier. Echt? Na klar, du bist das zweite Mal hier. Ah, ich glaube, das letzte Mal habe ich nicht viel gesagt oder so. Das kann sein, ja. Ja, das letzte Mal nicht so. Ja, da war es... Genau. Ja, wie geht's dir, Bruder Flex? Alles gut? Ja. Hey, Lelly, ich küsse dein Herz. Was ist denn jetzt passiert? Ist jemand rausgegangen? Okay. Hört ihr mich überhaupt? Ich habe das Gefühl, keiner hört mich. Hören dich? Doch. Ah, ihr hört mich? Ah, okay. Okay. Gerti, ich küsse dein Herz, Bruder. Leute, an die ganzen Runde, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass ich da einen Post gemacht habe und gesagt habe, hey, es ist nicht richtig, dass wir Christen, sagen wir mal, missionieren oder wenn wir über das Evangelium sprechen, dass wir gleichzeitig was tun, Matches machen, ja. Und ich möchte euch nur eine Sache sagen, Leute. Das, was ich euch erzähle, ist die Wahrheit. Und ich möchte auch, dass ihr euch das auch, dass ihr das merkt euch das. Ja, wenn wir missionieren und über das Evangelium sprechen, dann tun wir das ehrenamtlich. Okay? Aber wir sollen nicht was tun, unsere Leute das Geld aus der Tasche ziehen. Ja? Das heißt also, wenn ihr das freiwillig macht, das ist ein Segen. Es ist vollkommen okay. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, ihr werdet gewisse Menschen erkennen, sage ich nochmal, ihr werdet gewisse Menschen erkennen. Ich muss das einfach erwähnen, weil das ist für mich einfach nur falsch. Und ihr werdet sehen, Leute, ihr werdet sehen, ich werde keine Namen nennen, diese Leute werden, die sich angesprochen fühlen. Hört mir gut zu. Hört mir gut zu, Leute. Die sich angegriffen fühlen, die werden ums Verrecken sich verteidigen. Um jeden Preis. Warum? Weil sie sich denken so, oh, scheiße, jetzt hat der Kerl was rausgehauen, ich muss mich irgendwie verteidigen. Ihr werdet es erkennen. Ich muss nichts sagen, Leute. Nehmt diesen Stream auf, was ich gesagt habe, Leute. Merkt euch das gut. Die werden sich verteidigen. Nach dieser Message, die ich rausgehauen habe heute in meiner Story, werden gewisse Menschen versuchen, ihr, sagen wir mal auf gut Deutsch, ihr Arsch zu verteidigen. Aber was ich euch heute sage, Leute, ist die Wahrheit. Ja, was ich euch heute sage, es ist und wird und es bleibt einfach die Wahrheit. Ja. Deswegen, Leute, schauen wir mal. Ich möchte, wie gesagt, keine Namen nennen. Bilal möchte hochkommen. Ja, dann komm hoch, Bilal. Bruder Flexer, darf ich dazu was sagen? Selbstverständlich, natürlich.
Du hast vollkommen recht. Es steht ja auch geschrieben, dass wir es umsonst bekommen haben. Also wir haben das umsonst empfangen und umsonst sollen wir geben. Da hast du vollkommen recht. Und ohne Zwang und ohne Gewalt. Ich muss aber noch eine Sache hinzufügen. Diese Menschen, ja, werden sich nach meiner Story, die ich gepostet habe, ihr habt es ja selber gesehen, Leute. Habe ich irgendwelche Namen genannt, Leute? Nein, no, oder? No, habe ich Namen genannt? Ja nein. Oder nein, Leute? No. Nein, ich habe keine Namen genannt. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen, dass diese Leute, die sich angesprochen fühlen, dass sie sich verteidigen müssen. Warum? Denn ihr Arsch, also auf gut Deutsch, ihr Arsch wird aufgedeckt. Das ist einfach so. Es geht nicht darum, diese Leute bloßzustellen, aber wir dürfen was nicht tun, wir dürfen unsere Leute nicht verarschen. Das heißt also, wenn alles freiwillig passiert, ja, dann ist es vollkommen okay. Das ist sogar ein Segen. Das ist sogar gut. Aber nicht um Krampf und Ader irgendwie versuchen, deine eigene Community das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da bin ich tatsächlich kein Fan davon. Es muss freiwillig passieren. Ja. Denn das ist ein Segen. Sag hier, ich küsse dein Herz. Denn das ist ein Segen. Ja. Und deswegen muss ich drüber sprechen. Und ihr werdet es heute sehen. Ihr werdet es auch die Tage sehen. Diese Leute werden lästern. Warum? Weil sie das Evangelium nicht verstanden haben. Deswegen werden sie lästern. Ich läster nicht. Ich spreche das ja öffentlich. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich muss darüber sprechen. Ja, die werden sich verteidigen und sie werden versuchen, sich schön rauszureden. Und sie werden versuchen, andere in den Schatten zu stellen. Warum? Weil sie genau wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ja, und deswegen, Leute, spreche ich mit euch drüber. Ne? Ich sage euch nur eine Sache, ich küsse eure Herzen. Ne? Wir bleiben weiterhin in der Liebe. Ne? Wir sprechen über die Dreieinigkeiten. Was ist denn die Dreieinigkeit? Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wer versteht das nicht? Wer versteht Vater, Sohn, Heiliger Geist nicht? Jetzt holen wir mal wieder hoch. Wer versteht die Dreieinigkeiten nicht? Ist hier jemand, der gerne wissen möchte, was die Dreieinigkeiten sind? So. Hey Bilal, Gottes Segen, mein Lieber. Gottes Segen. Wie geht's dir? Ja, sehr gut, sehr gut. Danke dem Herrn. Wenn ich dir zugucke, noch besser. Das ist sehr gut, was du sagst. Vor allen Dingen, vorhin hast du gesagt, das ist biblisch, was du sagst. Wer von Herzen selber geben möchte, das ist in Ordnung. Aber wir haben umsonst empfangen und wir sollen umsonst weitergeben. Das ist richtig, was du sagst. Richtig. Und genau. Und genau. Jeder, der dieses Evangelium verstanden hat, ja, Alex, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Jeder, der dieses Evangelium verstanden hat, der wird sich nicht gegen seinen Bruder wehren, sondern er wird sagen, hey, Flex, du hast recht. Aber wenn diese Leute versuchen, sich um Krampf und Ader zu verteidigen, dann wisst ihr, dass diese Leute falsch sind. Das ist keine falsche Lehre, Leute. Geht in die Bibel und schaut euch das an. Wir gehen ja laut biblischer Sicht, wir schauen uns das ja laut biblischer Sicht an und gucken, okay, was können wir besser machen? Machen wir Fehler? Okay, wir schauen uns das mal an, laut biblischer Sicht. Und dann können wir auch sagen, okay, hier haben wir einen Fehler gemacht. Oh, der Flex hat uns gewarnt. Oh, der Flex hat recht. Wir gehen ja nach der biblischen Sicht. Das ist ganz wichtig. Laut, wir gehen in der Bibel und schauen uns das ganz genau an. Und laut biblischer Sicht haben wir das Evangelium was? Umsonst bekommen. Also, was machen wir? Wir bringen es auch nach außen und verkündigen das, ja, und machen es umsonst. Wer geben möchte, freiwillig, der macht das, ist doch vollkommen okay. Ne? Das ist sogar ein richtiges Segen, weil dann weißt du, hey, du machst deine Arbeit wahrhaftig. Ne? Und Flex, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade unterbrochen. Weißt du, was das Schöne ist? Das Schöne ist, wenn man die Bibel gelesen hat, wirklich, dann braucht man nicht mehr diese Worte, was man da hört, immer zum Beispiel, oh, du hetzt oder red doch über andere Religionen nicht so und so.
Das ist das mal. Und dann versteht man diese Liebe nicht. Warum man das macht, wieso man das macht. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendeinen damit angreifen wollen, sondern wir wollen die Liebe des Herrn in den Menschen, seinen Herzen erflammen lassen, dass der Herr sie wieder zu sich ziehen kann. Weil wir können nur das Wort geben. Aber der Herr ist es ja, der die Liebe in seinem Herzen sieht und ihn wieder zu sich ziehen möchte. So, und das können wir nur, wenn wir erstmal verstehen, was dort gesagt wird, was dort zum Beispiel geschrieben ist. Ja, und wenn man die Bibel gelesen hat und hat sein Leben dem Herrn Jesus Christus gegeben, dann kann man nicht anders. Das ist ja nicht mit Zwang oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da mit Zwang sitzt und auch das Wort bringst, sondern du machst das aus Liebe zu den Menschen. Warum? Weil jeder soll ja die Vorbotschaft bekommen. Ja, und jeder soll die Liebe. Ja, und jeder soll die Liebe schmecken. Und vor allen Dingen, was das Allerwichtigste ist, dass jeder die Chance hat, errettet zu werden und nicht in die Hölle zu gehen. Und diesen Freifahrtschein haben wir momentan noch, solange wir hier auf der Welt atmen. Aber wenn wir dann den Atem abgeben, dann ist vorbei. Dann gibt's nicht mehr, oh, jetzt dürfte ich mich umstimmen oder so. Darum geht's. Natürlich wollen wir manchmal so schnell wie möglich, dass jeder zum Herrn kommt. Aber es ist ja nicht unser Wille, sondern den Herrn sein Wille. Wir können nur das weitergeben. Die Entscheidung liegt an jedem selber. So, und was ich noch sagen wollte, dann höre ich auch auf damit, wenn Leute hier drin sind und die sagen, okay, das ist für mich egal. Da oben gibt es einen Button, wie der immer sagt. Kannst du draufdrücken, kannst du blockieren und brauchst nie wieder hier reinzukommen. Du musst dir das nicht anhören. Ja. Fertig. Was? Ja. Das war's. Und das ich sage immer wieder meinen Livestream, wer sich hier getriggert fühlt und sagt, hey, den Flex, den kann ich nicht mehr anhören, der ist für mich ein Irrlehrer oder keine Ahnung, der labert irgendetwas. Leute, es ist ganz einfach. Keiner wird gezwungen. Hier oben gehen, Flex sperren, ihr seht meinen Stream nie wieder. Die, die ein Problem damit haben und sagen, hey, den Flex, der labert so einen Müll, ganz einfach, geht hoch, sperrt den Stream, ihr werdet mich nie wieder sehen. Also wenn ich, ja, sagen wir mal, irgendjemand, ich schaue mir das mal hier in TikTok an und ich merke ja einfach, okay, der Stream gefällt mir nicht, ich gehe da nie wieder rein. Ihr werdet mich nie wieder in diesen Stream sehen. Es ist einfach so. Ihr werdet mich nie wieder in diesem Stream sehen. Also ich höre mir die Geschichte an, ich schaue einfach, ich gucke, ich denke mir so, okay. Wenn es interessant ist, unterstütze ich. Und wenn es wirklich nicht interessant ist, unterstütze ich es nicht. Und das ist der Unterschied. Ne? Ich sage also, das ist meine Meinung, man muss die Liebe des Herrn im Herzen tragen und nicht auf der Zunge. Ja, aber wir müssen das Wort ja auch weitergeben. Wie sollen wir das denn machen? Wir können nicht. Gott. Naja, aber ich meine ja, manche reden süß, aber fühlen es nicht. Das wollte ich damit sagen. Ach so, ja, ja, okay. Flex, ich gehe raus, ja. Sprudel, ne? Sorry. Flex, Bruder, hörst du mich? Ja. Genau, und was ich noch sagen wollte. Du weißt ja, desto mehr wir hier angegriffen werden, desto mehr machen wir das Wort besser. Kleinen Moment. Eine Frage, Leute. Habt ihr schon eure Lohnabrechnung bekommen für Dezember? Also ich habe meinen Lohn ziemlich früh bekommen hier. Für Dezember? Ja, wird auch immer. Ja, 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 aber es gab keinen, dass ich da jetzt schon... Ach so, ich dachte, du meinst das Weihnachtsgeld. Oder was willst du damit sagen? Weihnachtsgeld, das haben wir ja alle bekommen, aber ich habe ja meins jetzt schon bekommen, also jetzt nochmal Lohn. Hä? Du bist gesegnet, sei doch froh. Nee, Wahnsinn. Also ich guck mir das hier an, ich denke mir so, hä, jetzt schon Lohn? Das ist ein bisschen zu früh, aber okay, ich nehme es mal einfach mal so an. Ja. Okay, Mensch, wie gesagt, desto mehr du hier angegriffen wirst, desto mehr sollst du wissen, dass du auf dem richtigen Weg bist und du bist auf dem richtigen Weg. Denn du weißt, die Wölfe, die kommen im Schaffell, aber sie werden aufgedeckt. Okay, mein Bruder. Und folgt mir, ne? Ich wünsche Gottes Segen. Ciao. Genau, Gottes Segen, ich folge dir mal zurück. Jo, mein Bruder, ciao, Gottes Segen, mach weiter so. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Ich hab's nicht gesehen. Ja, alles gut. Okay, mein Bruder. Ich wünsche dir Gott Segen und den Geschwistern und Brüdern auch hier in dem Stream. Und vor allem, Flex zu sagen hat, weil er spricht wirklich aus dem Wort. Natürlich kann er in Fleisch manchmal ein paar Fehler machen, aber das sind wir ja in Fleisch. Aber es geht um die Hauptsache, um das Evangelium, um das Wort Gottes. Dort könnt ihr es nachprüfen, könnt ihr euch die Bibel in die Hand nehmen, weil der Flex, der hat da sehr viel Weisheit und der wird auch vom Herrn seinen Geist benutzt.
Richtig. Das Ding ist, ich sag's immer wieder, Leute, wenn wir Fehler machen, sollte ich mal etwas Falsches zitieren oder mal falsch erklären. Leute, privat schreiben, einfach sagen, oh, Flex, vorsichtig, wir müssen dich korrigieren. Du hast da einen Fehler gemacht, denn das ist die gesunde Lehre, wenn wir in Christus sind. Ganz einfach. Wenn wir Fehler machen und wenn wir sehen, dass unser Bruder etwas zitiert und er dann Fehler macht zum Beispiel, dann korrigieren wir ihn. Ganz einfach, ja. So, jetzt hat jemand geschrieben, Flex, gab es vor Jesus nur Vater und Heiliger Geist? Taha, jetzt habe ich eine Frage an dich, Taha. Bist du dreimal Taha oder bist du einmal Taha? Hast du eine Seele in dir? Hast du Körper, Geist? Hast du einen Körper? Oder bist du einmal Taha oder bist du dreimal Taha? Leute, ihr stellt Fragen, das ist der Wahnsinn. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins. Jetzt schreibt er... Wahnsinn. Ist ja nicht so schlimm. Deswegen sind wir hier und dann reden wir über die Trinität. Oh Leute, das ist der Wahnsinn. Ich küsse doch eure Herzen. Also wenn ihr Fragen habt, kommt doch wenigstens hoch und dann können wir drüber sprechen. Ne? Wir sprechen einfach mal über die Trinität. Und dann ist okay. Ne? So. Oder fragen wir mal Marouche. Marouche, Bruderherz, was hast du über die Trinität verstanden? Marouche, bist du da? Marouche, hallo? Da ist jemand AFK, okay. RK, oh, bist sorry, du noch da? Ich bin gerade was am Essen am machen, sorry. Okay, alles gut. Kannst dich ruhig stumm, alles gut. Christoph, ich küsse dein Herz, Bruder. Sabrina. Sabrina. Sag mal, warum sind die alle hier auf stumm? Sag mal, ist es euer Ernst? Ich glaube, die verkriechen sich hier gerade. Was wird das hier? Egal, nicht so schlimm. RK, was sagst du zu der Trinität? Ich sage Amen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, ja, aber wie weit oder wie fern verstehst du die Trinität? Ich verstehe es so, also für mich, ich habe es ja gelesen, dass Gott Fleisch geworden ist, auf die Erde gekommen ist und uns anschließend den Tröster geschickt hat, den Heiligen Geist, aber dass alle drei eins sind. Das heißt, wir können zu Jesus beten. Genau, richtig, weil Gott ist ja Geist und alle drei sind eins und nicht Gott ist am Kreuz gestorben, sondern das Fleisch. Und es steht ja auch so schön in Johannes 1, das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Und er ist für unsere Sünden gestorben, Punkt. Ja, das ist ja so, wie wenn du stirbst, deine Seele verlässt ja den Körper. So, ne? Deine Seele kann ja nicht getötet werden. Völlig unmöglich. Da schreibt einer, da muss mal einer aufräumen, der Ahnung hat. Ja, also Sohan, dann komm mal hoch, ja, wenn du schon so hochmütig bist. Komm hoch und erklär uns mal die Trinität. Ist Jesus Gott? Ja, nein. Gerne, komm hoch. Das ist doch gar kein Problem. Übrigens ist heute Sabrina unser Ehrengast. Oder wie meinst du das denn jetzt, Sohan? Das kann man schon falsch verstehen, was du geschrieben hast. Ja, ja, egal. Also, nein, Flex, ich meinte jemand anderen. Okay, ich habe es jetzt ganz falsch verstanden, deswegen, ja. Nee, Leute, es ist ganz wichtig, dass wir über das Evangelium sprechen, weil wir sind, nicht alle sind sehr stark im Glaube. Und deswegen müssen wir auch über die Trinität aufklären, ne? Wir müssen auch über falsche Propheten aufklären. Und wir müssen auch aufklären, warum es gibt eine andere Seite, die den falschen Jesus, sagen wir mal, verkündet. Ne? Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Genau. Deswegen, denn er war von Anfang an die Wahrheit. Das Wort war die Wahrheit, ja. Der Satan war aber von Anfang an ein Lügner, okay? Deswegen müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, was für eine Lehre wir annehmen oder was für ein Evangelium. Denn die andere Seite predigt ein falsches Evangelium. Und deswegen müssen wir den wahren Evangelium erkennen und auch annehmen, ja? Genau, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Marouche ist immer noch am Sachen tun. Was macht der? Ali? Ja, ist Ali da? Ja,
Ja, also ich war eine Frage. Also sind die dann in der Ehrlehre, also wenn sie dann nicht der Trinität folgen? Also die Leute, die, also ich möchte nicht gegen die Brüder und Geschwister schießen, aber ich meine, ist es, wenn die jetzt, sagen wir mal, die Trinität nicht so sehen und sagen, nein, falsch, es gibt keine Trinität, ja, dann müssen wir diese Brüder und Geschwister aufklären und sagen, hey, dann lasst uns diese Stelle lesen und dann schauen wir uns das mal ganz genau an. Genau. Also, also wenn man lesen kann, dann müsste man das ja eigentlich verstehen, was damit gemeint ist. Ne? Also. Richtig, weil das Ding ist, wir dürfen ja nicht gegen unsere eigenen Brüder und Geschwister schießen. Richtig. Das ist der größte Fehler, den man überhaupt machen kann. Sollte man auch nicht. Genau. Aber du kannst den Weg aufzeigen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir schauen uns das an. Ja, wir holen die Person oder wir schreiben die Person privat und sagen, hey, hör mal zu, zum Beispiel David, Kerle, du hast einen kleinen Fehler gemacht, ja, lies mal diesen Kapitel, da wird die Trinität erklärt, aber du darfst nicht die Leute bloßstellen, weil wenn du die Leute bloßstellst, dann hört das jeder und dann kriegen das gewisse Parteien mit und die machen sich dann drüber lustig. Weißt du, was ich meine, Ali? Ja, ja, da sind die untereinander, da sagen die hier, nehmen euch auf, die sind untereinander, kommen wir schon uneins, ne? Mhm. Dadurch, ne, ist das nicht gut, also man kann es ja privat, ne, und sagen, ne, das ist viel besser als, ne, in der Öffentlichkeit. Richtig. Absolut. Ja. Also um die Trinität zu verstehen, ist es ganz einfach, Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins. Denn ein Gott, der seine ganze Macht den Sohn übergibt, ja, ist es eine ganz klare Antwort, ja. Und wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Da erkennen wir das, ja, das ist der Wahnsinn, ja. Er offenbart sich als der Sohn Gottes. Ja, und diese Lehre müssen wir verstehen. Trinität. Würden wir Gott zu 100% verstehen, Leute, dann wäre er kein Gott. Ja? Würden wir Gott zu 100% verstehen, wäre er kein Gott. Das ist Wahnsinn, ne? So. So, dann gucken wir mal. Wer ist denn jetzt alles da? Schönen guten Tag, meine Lieben. Ich küsse doch eure Herzen. Ne? Gottes Segen. So, jetzt hat einer geschrieben, kein Gott, also sagst du, es gibt mehrere. Sein Vater, ich glaube, du verstehst nicht, was ich gerade gesagt habe. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins. Ich und der Vater sind eins. Johannes Kapitel 10, Vers 30. Ja, ich und der Vater sind eins. Ja, in Johannes Kapitel, ja, liest du auch, wer den Sohn ehrt, ehrt den Vater. Ja, und wenn der Vater Tote auferwecken kann, so der Sohn auch. Das darf man auch nicht vergessen, ja. Somit sehen wir, dass Jesus Gott ist. Ja, das ist die Trinity. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins. Ne? Hallo, hört ihr mich? Ja, Daniel Loco. Gottes Segen. Ich will denen erklären, wer die Trinität nicht versteht. Wir Menschen bestehen aus Körper, Geist und Seele. Genauso ist Jesus Christus Gott. Er ist der Heilige Geist, Körper und das wollte ich nur sagen. Bitte? Wir hören dir zu. Ja, ich bin gerade im Auto, da hört man mich so richtig. Entschuldigung. Weihnachten ist kein Götzendienst. Du betest nicht. Guck mal, Daniel. Bitte. Daniel, jetzt frage ich dich etwas, okay? Sagen wir mal, im allerschlimmsten Fall, du verstehst die Trinität nicht. Das ist nur ein Beispiel, okay? So, Daniel, bist du dreimal Daniel oder bist du einmal Daniel? Ich bin einmal Daniel, aber ich bestehe aus drei Sachen. Wie gesagt, Körper, Geist und Seele.
Körper, das ist auch wissenschaftlich Geist. Bewiesen, dass richtig. Menschen eine Körper, Seele haben. Körper, Geist und was? Seele. Dankeschön. Und so ist die Trinität. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das war's. Sind eins. Und das verstehen die meisten das leider nicht. Ich habe es am Anfang auch nicht verstanden. Ich bin Orthodoxe, ich wurde so erzogen. Ich habe mir immer die Fragen gestellt, wie kann Jesus Gott sein? Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem beschäftigt und dann habe ich gesagt, okay, passt, also ist das schon so. Und so wie Isabella das gerade schreibt, nach seinem Ebenbild sind wir erschaffen worden. Ja, und nicht ja die andere Lehre, wo die sagen, Patient Zero, ich küsse dein Herz, nicht die andere, wo die sagen, ja, Gott ähnelt niemanden. Ja, das ist, that's wrong. That's wrong. Was ist das dann für ein Gott? Ist das ein Gott, der Riesenaugen hat? Ist es ein Gott, der Löwenhände hat? Ja, was für ein Gott ist das denn? Ich will jetzt keine Namen nennen. Ich glaube, ihr wisst schon, wen ich meine. Ja? Wenn ich jetzt jemanden frage, wer ist, wenn ich jetzt die andere Religion jetzt frage, ja, beschreibt sich denn euer Gott? Ja, er hat Shao Kahn, er ist wie Shao Kahn, zwei rechte Hände, er hat ein Schienbein, er hat Augen und die Frage ist ja, wie viele Augen hat er? Ja, er hat Augen. Er ähnelt niemanden und nichts. Ja, die Frage ist ja, wer ist es dann? Da fragen wir uns alle, ja, wer ist das? Ist es Shao Kahn? Wer ist es? Der hat zwei rechte Hände, aber was ist denn mit die linke? Ist es amputiert? Was ist denn damit? Was machen wir jetzt damit? Also wir wissen laut unserer Lehre, ja, die Trinität, dass wir nach seinem Ebenbild erschaffen worden sind. Ja, der Vater selber sagt, ich erschaffe euch jetzt schlucke ich hier schon die Wörter. Oh Gott. Kann mich einer bitte korrigieren? Wer kann mich korrigieren? Nach meinem Ebenbild. Ich schlucke hier schon Wörter. Nach unserem Ebenbild. Genau. Und deswegen, wenn wir jetzt die andere Lehre uns das anschauen, ja, das andere Evangelium, ich werde jetzt auch keine Namen nennen, ne, ihr wisst schon, was ich meine, da fragen wir uns immer wieder, ja, wer ist denn dieser Gott? Ja, wenn du diese Frage stellst immer, wer ist denn dieser Gott? Ja, der ähnelt niemanden und nichts. Ja, okay, die Frage ist, wir lesen ja die Quellen und sehen, okay, er hat zwei rechte Hände, er hat ein Schienbein, er hat Augen, er hat ein Gesicht. Aber was ist denn mit seiner linken Seite? Ist es amputiert? Was ist mit seinem Schienbein der linke? Ist es auch amputiert? Was machen wir denn da? Ne? Hat er Löwenhände? Hat er? Aber was? Nach welchem Ebenbild geht er denn? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wenn wir lernen wollen, dann müssen wir doch wissen, was für einen Gott wir da anbeten. Ihr könnt doch nicht, man kann doch nicht einfach irgendeinen Gott anbeten. Das funktioniert doch so nicht. Um Himmels Wille. Ja, das ist ganz, ganz. So. Wir müssen ja wissen, was für ein Gott wir da anbeten. Jetzt überlegt mal ganz stark. Also, nach seinem Ebenbild wurden wir erschaffen. Ja, das ist das, was unser Herr uns lehrt. So, da wissen wir schon mal, das ist die Wahrheit. Okay, hey, es passt überein. Ja, wir wissen, wer unser wahrhaftige, lebendige Gott ist. Ja, aber, ja, wenn wir uns die andere Lehre anschauen, jetzt hört mal gut zu, Leute. Ja, hört mal gut zu. Ich werde den Namen nicht nennen. Ja, das andere Evangelium, ja, dieses Hirngespinst, ja, was da gepredigt wird, ja, das Evangelium, was die verdrehen, ja, wenn wir uns das mal anschauen, ganz genau und in die Quelle reingehen, dann schauen wir uns mal die Sache ganz genau an und denken uns so, ja, okay, zwei rechte Hände, ein Schienbein, aber warum denn zwei rechte Hände? Also er hat zwei rechte Hände, Shao Kahn, immer zwei rechte Hände. Okay, dann frage ich mich eigentlich, was ist das denn für ein Gott? Ist das ein Alien? Ist das ein Biest? Was ist das denn für ein Gott? Ja. Also das hört sich auf jeden Fall nicht göttlich an.
zwei rechte Hände. Flex, kann ich 5 Minuten reden, dann bin das ich... Das ist der Gottkomplex. Das Gottkomplex. Shaukan. Hybrid. Pium. Pam. Schienbein entblößt sich. Wahnsinn. Flex, kann ich was dazu sagen? 5 Minuten, dann bin ich raus, weil ich muss gleich trainieren wieder. Ja, kein Problem. Du hast ja das Wort angesprochen, auch lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Da hat ja... Richtig. Da hat ja auch Gott auch zu Adam und Eva gesprochen, auch zum Satan. Er hat zum Satan gesagt, ich werde Feindschaft setzen von den Samen der Frau und von deinen Samen. Das heißt, es gibt Kinder Gottes und es gibt auch Kinder des Teufels. Weil wenn Gott sagt, Feindschaft setzen mit deinen Samen, das heißt, der Samen des Teufels werden Kinder Gottes sein. Und alle, die nicht an Jesus Christus angenommen haben, weil in dem neuen Evangelium steht ja geschrieben, denn in Jesus Christus hat uns ja die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Also richtig. Die Zahl des Menschen in der Offenbarung ist auch 666. Und das ist ja, ja die Zahl des Tieres. Und das sind auch die Kinder des Teufels. Und aus dieser Zahl kommen wir nur raus, wenn wir Jesus Christus annehmen, neu gezeugt werden in eine neue Schöpfung und neu geboren werden. Warte mal, du hast etwas gesagt, mit was ich gerade nicht einverstanden bin. Moment, wiederhol das nochmal. Also das heißt, Kinder Gottes werden wir, wenn wir in Christus eine neue Schöpfung gezeugt werden und dann wiedergeboren werden. Was meinst du damit, dass du damit nicht einverstanden bist? Okay. Nee, ich höre dir zu. Okay, weiter. Wenn wir Paulus Briefe lesen, Römerbrief, da redet er auch über gezeugte Kinder. Also wiedergeboren sind wir, so verstehe ich das, wenn der Herr wiederkommt und wir in eine neue Schöpfung geboren werden, als feierlichen Geistkörper. Also im Fleisch haben wir das ja noch nicht. Deshalb verstehe ich das ja so, dass wir in Christus neu gezeugt sind. Also in uns neue Schöpfung. Und das, was in uns neu gezeugt ist, das ernähren wir durch das Wort Gottes. Weil Jesus sagt ja auch, der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern von das tägliche Wort Gottes. Wenn du jetzt ein Apfel isst, dann ernährst du dein Fleisch. Aber wir müssen auch unser Geist ernähren. Und das machen wir durch das Wort Gottes. Wenn wir es annehmen im Glauben. Hallo ihr Lieben zusammen. Darf ich mal kurz dazwischen grätschen? Deine Worte sind sehr gut. Aber was du gerade meinst, ist für mich diese gerade Aussage, du redest hier von Sprengstoffattentätern, oder? Von wem redest du? Redest du gerade mit mir oder mit Gianni? Mit Gianni. Oh, okay. Weil du hast gesagt, dass zum Beispiel, warte, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Der Samen des Teufels und der Samen der Frau, meinst du jetzt? Und du redest. Nein, deine Koranvorschriften oder was auch gerade du für ein Märchenbuch da liest, keine Ahnung. Aber es steht da drin, ihr werdet geschaffen für eure Familien zu sorgen, bla bla, irgendwann war da gerade. Coraline, was bist du denn für eine Glaubenskonfession? Bist du Atheistin oder was? Gar keine. Völlig raus. Okay. Aber ich höre mir das gerne an, was ihr zu sagen habt, ja? Was ist denn deine Intention dann hier? Ich habe überhaupt nicht vom Koran geredet. Weil ich die Aussage gerade so ein bisschen zwiespältig fand, was ihr gerade gesagt habt. Okay. Steht von der Bibel, steht doch nicht vom Koran. Ja. Du hast aber gerade gesagt, die Bibel. Was steht in der Bibel drin, was du gerade gesagt hast? Ihr werdet geboren für, was war das, um euch, Ja, aber wenn du die Bibel nicht verstehst und nicht dran glaubst, dann ist für mich sinnlos, mit dir darüber zu reden. Du weißt ja noch nicht mal, ob das da drin steht oder nicht, wenn ich dir was sage. Naja, sagen wir es mal so, Coraline, du bist ja hier, weil es wahrscheinlich für dich interessant ist gerade, oder? Ja, es wundert mich gerade, dass so viele Livestreams... Also Coraline, das ist ja nicht böse gemeint, aber ich gehe mal davon aus, dass du, weil du sagst ja, das ist ein Märchenbuch etc. pp., aber du bist ja trotzdem hier hochgekommen und ich gehe mal stark davon aus, du bist ja hier hochgekommen, weil es dich ja interessiert. Genau. Jetzt interessiert mich aber weiterhin, genau. Okay. Du hast ja auch bestimmt eine Religion,
oder eine Konfession, der du angehörst, ja, so wie du gerade erscheinst hier vor Ort. Okay. Ich höre dir zu, Coraline, ich höre dir zu, ja. Wir sind aber der Meinung, dass, also ich bin der Meinung, oder auch meine Familie ist der Meinung, oder auch meine Angehörigen sind der Meinung, dass viele Herren, es kann ein Vorurteil sein, aber hilf mir bitte, dass es kein Vorurteil ist, ja. Wenn was ihr so, denn, womit kommst du denn nicht zurecht, oder was? Das will ich dir gerade erklären. Pass auf. Du bist wirklich eine nette Erscheinung, ja? So. Aber danke. du lässt jetzt aber deinen Bart lang wachsen. Ja? Okay. Hast du irgendwann mal vor, dir selbst oder andere Leute. Ich sag's jetzt nicht. Nein. Sag, worauf möchtest du denn hinaus? Also schäm dich nicht, du kannst mit mir reden. Ohne Spaß. Du kannst mit mir reden. Ja, ich muss aber sagen, überlegen, wie ich es bei TikTok sage. Hast du vor dir. Nein, sag einfach, schäm dich nicht. Du lebst hier in Deutschland, du hast eine Meinungsfreiheit. Also Coraline, ja. Bitte statt. Aber ihr sagt, wie sagt der junge Mann vorhin, hat gesagt, ihr seid geboren für, um zu sterben, wie auch immer. Hast du jemals vor, oder bist du einer von denen, die dafür geboren wurden oder auferzogen sind, dafür, dich selbst zu opfern für dein Land und andere mit reinzuziehen? Weißt du, was ich meine? Warte, Coraline, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Bart. Ja, so. Der gehört doch dazu. Jetzt Bezug zu dem Bart. Okay, Bezug zu dem Bart wolltest du ja was sagen. So. Ja. Was wolltest du denn ansprechen? Schäm dich nicht. Ich ertrage Kritik, auch wenn es die schlimmste Kritik ist. Sag einfach, worauf du hinaus möchtest mit dem Bart. So. Denkst du jetzt, weil ich jetzt, also ich muss jetzt die Sache nur klarstellen. Ja. Denkst du jetzt, weil ich jetzt diesen Bart habe, dass ich ein Moslem bin? Nein. Dann macht das doch gar keinen Sinn. Das hätte ja sein können, weil du hältst das hier an. Nein. Guck mal, Coraline. Was ist dann mit den Wikingern? Die Wikingern hatten richtige Vollbärte. Und ja. Da könnte ich jetzt auch sagen. Du bist jetzt auch ein Wikinger, oder was? Nein! Du möchtest eine Du bist doch ein Bartwuchs. Schön. Dann sind wir eh prima. Oh mein Gott. Hey, Coraline, du bist der Wahnsinn. Hey Sabrina, ich dachte, meine Lache ist oh mein. Ey, ich kann nicht mehr, ey. Sie toppt mich gerade. Die. Hey, Mann, ich höre, diese Streams sind einfach nur geil. Ich feiere das. Ausfui. So. Bartwuchs. Ah. Ja, so. Du bist ein bisschen wickeln, der Busse dauert aber noch ein paar Jährchen, mein Freund. So. Nee, um Himmels Willen, Coraline. Um ja, Himmels Willen. Nee, also mit dem Bart hat es tatsächlich nichts zu tun. Also es gibt auch Christen, die Vollbart haben. Das spielt keine Rolle. Also das ist egal. Also aber ich normaler, bin auch kein. Ja, aber normalerweise ja. Sieht man ja immer diese. Ich weiß also, schon, ich weiß diese schon. Diese langen Bärtchen Ziegen, sag jetzt mal, die langen Bärtchen Ziegen, ja, und irgendwann rumstet dann mal irgendwann im Karton. Das ist doch furchtbar. Das sind aber keine Christen, nochmal. Das sind Andersgläubige, ja. Das sind keine Christen. Das sind Andersgläubige. Ich glaube, das ist Treubier. Was heißt denn Andersgläubige? Ein Muslim. Also, es gibt ja Christen. Und dann gibt es ja noch eine bestimmte andere Religion, die quasi das Evangelium Christi verdrehen und meinen zu müssen, dass unser Evangelium natürlich falsch ist. Sagen wir es mal so. Also ich habe noch nie von einem Christen gehört, der das, was du beschreibst, macht, dass er sich irgendwie selbst in die Luft und so, weißt du? Aber was sind denn das für Leute, die das machen? Die werden dafür geboren oder erzogen. Und ich weiß, dass die Familien danach keine Trauer leiden müssen, weil die für ihr ganzes Leben lang ausgesorgt haben. Ja, das sind Muslime, aber, das weißt du doch. Und die werden Coraline, ja auch von der Regierung dafür bezahlt, dass sie das machen. Was?
Ja. Dein Herz, Bruder. Say, ich küsse dein Herz. Coraline, Bruder, ich möchte noch mal. Was ist Troll, Junge? Das ist nicht echt. Glaub's mir. Meinst du? Echt, nein, ja? Nein, ich meine dich. Ja, wen denn jetzt? Pizza.de oder mich? Alles gut. Egal, Coraline, was ist denn deine Intention heute hier? Hast du Interesse irgendwie an das Christentum oder warum bist du denn heute hier? Das würde mich jetzt gerne interessieren. Ich fand euer gemeinsames Zusammensein sehr, sehr schön, ja? Diese lustige Gespräch gerade. Ja, und ich finde es einfach, weil du gerade sagst, wir hatten von irgendwie was mit Deutsch, keine Ahnung. Oh, Gottes Willen. Dex, vielleicht kann ich aufklären. Nee, die also, ganz kurz. Der Herr von ihm, genau. Ganz kurz, Leute. Alan Azad hat geschrieben, ich lese dir mal vor, wie du geschrieben hast, Alan, okay? Ihr habt keine Ahnung von die Religionen. Erstens heißt das, ihr habt keine Ahnung von der Religion. Ja, und nicht Religionen. Du hast keine Ahnung von Deutsch. Genau, ja. So, jetzt, Coraline. Coraline und Claudio, Ich glaube, du hast es falsch verstanden. Hier sind alles Christen drin und wir sind Nachfolger Christi. Was der Johnny damit meinte, mit Absterben, ist, dass du durch Jesus Christus wieder neu geboren wirst und nicht ein menschlichen Tod, dass sich jemand opfert für irgendjemanden. Das hast du falsch verstanden. Er hat jetzt die Schöpfungsgeschichte in der Bibel erklärt. Das hat nichts mit in die Luft sprengen zu tun. Wir glauben ja alle an Jesus Christus und Jesus Christus sagt, liebe deinen Nächsten, liebe deine Feinde und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau, das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Er hat über die Schöpfungsgeschichte erzählt, wie wir Menschen entstanden sind und durch Jesus Christus, dass wir wieder neu geboren werden. Nicht, dass wir uns jetzt opfern dafür. Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Das haben wir schon richtig verstanden. Also ich glaube, Coraline wollte das einfach nochmal erklärt haben. Aber ja. Ja. Genau. Aber du hast die Haare. Du hast die Haare sehr schön. Schönes Kopf. Was habe ich schön? Die Haare. Danke. Okay, ich gehe wieder runter, ja, ich will weiterarbeiten. Gottes Segen zusammen. Ich liebe euch. Und Claudio, danke fürs Korrigieren nochmal. Ne? Alles gut. Nee, ich wollte euch nicht korrigieren, sondern sie, weil sie hat es, glaube ich, falsch aufgefasst. Ja, alles gut, aber trotzdem gut, dass du uns korrigierst. Ich finde das gut. Alles gut. Bin wieder weg. Ja, kein Problem. Ja. Ne? Darf ich dich mal fragen? Ja? Flex? Ich bin ganz ohr. Ja. Hör dir zu. Du bist reinrassiger Deutscher, also du bist in Deutschland geboren. Ja, was? Ich bin in Deutschland geboren, tatsächlich. Genau, richtig. Tatsächlich. So ein Zufall. Nee. Genau. Okay. Coraline, du bist aber deutsch, oder? Aber sowas von blaue Augen, blonde Haare. Reicht das? Okay. Nee. Ein Schritt. Nee, was mich immer so ein bisschen so, ich bin ja auch ein Ostkind, ja. Ich bin ja, wie gesagt, Jahrgang 79. Aber was mich immer so interessiert ist so, wir hatten ja auch zu DDR-Zeiten, ich weiß nicht, seid ihr alle aus dem Westen oder haben wir auch Ossis unter uns? Wenn du sagst DDR-Zeit, aus welcher Gegend kommst du? Halle Saale, Magdeburg, Hannover in der Nähe irgendwo? 50 Kilometer unterhalb von Berlin. Also nach unten. Also nicht Thüringen. Aschersleben, Halberstadt, Magdeburg? Nein. Wir reden hier von Ludwigsfelde, Trebin. Noch weiter runter. Aha. Okay, also weil ich habe tatsächlich früher da gelebt, also Richtung Magdeburg da oben. Ah, da oben, okay. Hier, wo Tokyo Hotel wohnt oder herkommt. Tokyo Hotel? Do you know what I mean? Bist du ein Fan von denen? Nein, bin ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich finde das echt Gurke, was aus denen geworden ist. Ich feiere diese Bing-Bang jetzt so. Ja, er ist ja auch Gurke, so wie du es auch sagst. Die sind richtig Gurke. Die sind richtig Gurke. Vor allem, wenn du mal legst, der Bill ist echt die Gurke, ja? Mit seiner Frisur wie von Yu-Gi-Oh! Damals, mit den Karten. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt und die Yu-Gi-Oh!-Karten noch kennt, ja? Und der hat die Frise gehabt, ja? Wie Yu-Gi-Oh! Und wenn du mal guckst, wie Bill heute aussieht, ich finde das so unglaublich.
Ist ja jetzt auch egal, wir müssen nicht über die reden. Nee, aber trotzdem ist es echt, echt schön. Ja, nee. Ich muss euch was zeigen, da wir jetzt gerade über Yu-Gi-Oh! Sprechen, ja. So, ich habe noch ein paar Karten, die ich kann dir schicken. Sowas habe ich auch noch zu Hause. Hier, Leute, ich habe immer noch hier Yu-Gi-Oh! Karten. Und ich habe ja noch, ich habe wirklich tausende von Karten. Das ist ja noch gar nichts. Das ist hier noch ein kleiner Teil, was ich hier habe. Aber hier habe ich sogar noch, ich habe wirklich so viel, aber ich selber habe nichts mehr damit zu tun. Wie gesagt, das war ja meine damalige Zeit. Das ist einfach nur da als Erinnerung, was ich früher alles gemacht habe. Wenn du aber mal Kinder hast, oder Enkelkinder, das ist gut. Das wird irgendwann mal richtig gut. Ich sag euch aber ganz ehrlich, die Karten sind verdammt wertvoll. Ich habe so krasse Karten da, der Wahnsinn. Ehrlich? Also sehr, sehr viele. Ich kann ja mal ganz kurz in die Runde ein Wort schmeißen. Weiß jemand von euch, was ein Walkman ist? Ja. Wir sind ein Kind der 90er, außer Flex. Wir sind Kind der 90er. Walkman, gekauft im An- und Verkauf für 4,4 Ostmark. Zeit für ein Duell! Ja! Wahnsinn! Duell! Oder weiß noch jemand, was ein Gameboy ist? Gameboy? Beste natürlich, Zeit, natürlich Mario und Nintendo. Ja, ja, so haben wir mal angefangen. Heute heißt es PS5. Oh, Wahnsinn, wir haben heute wirklich All-Around-Themen hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ich wollte gerade sagen, also jetzt ist gerade echt alles durcheinander. Das ist heute ein bisschen durcheinander. Aber lasst uns bitte nochmal zurück zum Thema gehen, weil ich möchte wirklich da nochmal festhalten an die Trinität. Caroline, was denkst du denn über Gott oder warum glaubst du denn nicht daran oder wieso? Was lässt dich denn zweifeln, Caroline? Was lässt mich zweifeln? Es lässt mich zweifeln, dass ich manchmal dachte, oh Gott, helf mir. Ja. Es ist schon oft passiert, dass er mir wirklich geholfen hat. Und ich glaube wirklich, dass es irgendwo jemanden gibt, der noch an mich glaubt. Okay. Hast du schon mal die Bibel gelesen, Caroline? Ja, ja. Okay, was hast du denn in der Bibel mitgenommen, wenn ich fragen darf? Also wirklich, das ist eine ernste Frage, weil... Ja, aber ich habe nicht viel, also das ist schon... Schon lange, lange her. Von daher, Also, aber was hast du wenigstens mitnehmen können? Wenigstens mitnehmen können? Bist du noch da, Caroline? Da. Ah, sie hat... Okay. Was hast du denn bisher mitnehmen können? Aus der Bibel. Ja, nicht viel. Ich lebe meinen eigenen Glauben. Ich mache das, was ich will, was mir gefällt. Aber findest du nicht, dass es eine höhere Macht gibt, der uns etwas sagen möchte oder das Evangelium teilen möchte eventuell und uns vor etwas warnen möchte? Hast du mal vielleicht dran gedacht? Natürlich. Okay. Also ich würde dir einfach mal empfehlen, also bevor ich jetzt hier dich zutexte und bombardiere, ich würde dir einfach mal empfehlen, lies einfach mal die Bibel. Fang einfach mal vom Neuen Testament an und dann das Alte. Egal eigentlich. Lies einfach mal die Bibel. Und was ist dann der Sinn des Lebens, den dann erfahren darf? Der Sinn des Lebens ist die Liebe. Ja. Der Sinn des Lebens die habe ich doch Liebe. Zu Hause. Ich habe doch Kinder und einen Mann, die mich lieben. Ich habe eine Arbeit, die ich liebe. Alles wunderschön. Wo ist der Fehler? Ja, aber es gibt ja nach dem Tod kommt noch mal was anderes. Ne? Da kommt das ewige Leben oder das ewige Feuer. Genau. Ne? Und ja, Caroline, ich das, weiß. Ja, woher willst du das wissen? Hast du mal jemanden getroffen, der da schon mal oben war? Ich sag's mal so, die Kreuzigung Jesu Christi ist ja historisch bewiesen worden. Ja? Aber war es nötig? Ja, es war nötig. Warum? Wir müssen ja wissen, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Aber war es auch nötig, die Juden zu vergasen? War es nötig?
Wer hat denn das jetzt behauptet? Wir dürfen ja die Schuld nicht Gott geben. Das darfst du nicht vergessen. Ja, trotzdem. Ist genauso. War es nötig, ja, Jesus zu kreuzigen? Aber Caroline, der Mensch hat doch einen freien Willen. Also kann man doch nicht Gott dafür verurteilen, warum das passiert ist. Er wollte seinen freien Willen aber ausleben und durfte es nicht. Aufgrund dessen wurde er gekreuzigt. Aber war es richtig, dass wir unsere Juden vergasen? Also das ist ein krasser Themenwechsel, hin und her. Ich vergaß aber, mich auch gleich, also wirklich. Musst du auch rechnen, wenn es was Gutes gibt, gibt es auch was Böses. Das darfst du in der Rechnung nie vergessen, ja. Flex, wir haben noch einen neuen Gast. Ja. Manus. Wen haben wir? Warte mal. Manus. Sie spricht von Manus. Hallo. Hallo. Ja. Ja, Manus, was können wir denn für dich tun? Ja, Sabrina hat mich angesprochen. Ich wollte nur Hallo zurück sagen. Ja, ja, aber du hast jetzt eine Anfrage gestellt. Was ist deine Intention, wenn ich fragen darf? Erik Kola. Nochmal, Manus, was? Meine Intention ist, ein bisschen mitzureden. Okay, über was denn? Naja, über das, was hier so Themen sind. Okay. Ich würde dich dann einfach mal später hochholen, weil da sind zwei Leute, die würde ich auch hochholen. Aber Coraline, ich würde einfach mal sagen, lies mal die Bibel, ne, ist ganz, ganz wichtig. Und, ich habe die schon gelesen. Aber du hast sie nicht verstanden. Muss ich sie verstehen, wenn ich keinen Glaube habe, so? Ja, das Ding ist, du kannst ja nur nicht ein Buch lesen und es einfach Interesse halber, genauso wie den Koran. Interesse halber. Ja, einfach nur mal gelesen. Der Koran ist gut. Aber dort stehen viele Sachen nicht drin, die andere Leute behaupten, die den Koran gelesen hatten, was man machen darf. Was darf man machen, was darf man denn nicht machen laut Koran? Man darf seine Frau schlagen und man muss warte einen mal, Kopftuch man darf tragen. Den Koran seine Frau schlagen? Ja. Nein. Ja, ja. Ui, du hast aber große Ohren. Warte, Moment, Coraline. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Warte, halt, ich komme nicht mehr drauf klar. Man darf laut Koran was machen? Seine Frau misshandeln oder schlagen, wenn sie nicht gehorcht. Misshandeln? Oh, ja. Du Billa. Nicht Alhamdulillah. Nee. Das ist schon Haram. Das ist Lüge. Das ist einfach nur dumm. Man darf laut Islam, also man darf laut seine Koran Frau misshandeln und schlagen. Hast richtig? Du das gelesen? Coraline, weil du das ist gelesen nicht, aber ich habe gestern etliche Leute hier im Chat gehabt, auch im Live-Chat, die immer wieder darauf bedacht sind, ihre Frauen zu schlagen. Und es gibt auch etliche Verse bei euch im Koran, wo es explizit drin steht. Wie bei dass uns, man das wir sind alle keine Moslems. Also bei uns im Koran. Wir sind keine Moslems. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber das waren auch viele Damen gestern im Live-Chat, die, wie gesagt, Die haben es geschrieben, bestätigt oder wie? Weil du sagst ja jetzt hier irgendwie. Nee, es wurde auch laut, da war jemand im Horst gewesen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der hat echt vergoogelt diese Verse gezeigt, wo die drin steht. Also ist das ein Fakt? Ja. Also, du hast auf jeden Fall da drinnen gelesen, dass man Frauen, also im Koran okay, selber aber nicht, aber ich habe aus dem ganzen Koran, den ich hier habe, gelesen, dass es nicht Pflicht ist, dass die Frauen sich bedecken muss. Ist auch dahingestellt, aber ich habe mittlerweile verstanden, dass dadurch, dass ich mit so vielen Damen gesprochen habe, dass es freiwillig ist. Sie können, aber sie müssen nicht. Okay, aber um sowas zu glauben, ne, solltest du vielleicht selber mal nachlesen, nachgoogeln, nachschlagen, ne? Wahnsinn. Aber wie gesagt, mit diesem Misshandeln und Schlagen, das Original ist das Koran. Das ist für mich unterste Schublade.
Also, dass man seine Frau schlagen darf, laut diese Schriften. Ich habe gestern zum Beispiel eine Mädel drin gehabt, die auch gesagt hat, sie trägt jetzt diese Vollverschleierung, zwar nicht mit den Augen verdeckt, sondern das, nur das Gesicht, wo man das Gesicht noch sieht, wie auch immer man heißt, wenn man so ein Gewand da trägt. Sie muss nicht arbeiten. Der Mann muss für sie sorgen. Wo Sarah Mille sagt, warum gehst du nicht arbeiten? Nee, warum? Im Koran steht, der Mann hat die Fürsorgepflicht. Genauso für die Kinder. Ich sag, hä? Ich sag, du musst doch aber für irgendwas bestimmt sein, ja? Du musst doch irgendeine Aufgabe, du kannst doch nicht was Haushalt und Kinder, du wirst einfach blöde. Sie muss doch irgendeine Bestimmung haben. Nee, hat sie nicht. Und sobald sie einen Mann hat, geht sie nicht mehr arbeiten. Und das finde ich so weit von furchtbar. Aber wie würdest du den ganzen Koran denn bewerten, Caroline, wenn ich fragen darf? Bewerten, ja. Nochmal was? Es ist schon gut gemacht, keine Frage. Aber ich könnte es nicht ausleben, weil ich bin, oder wir sind totale Schweinefleischesser. Damit bin ich raus. Oh. Okay. Aber also du würdest auf jeden Fall sagen, das mit den Frauen schlagen ist eigentlich vollkommen okay da drin, oder wie? Nein, um Gottes Willen, bist du behindert? Entschuldige bitte auch so, oh Gott, mir raus, raus. Nein. TikTok-sportlich. Nein. TikTok-sportlich, nee. Alles gut. Nee, aber okay. das funktioniert. Auf jeden Fall, Caroline, dann bedanke ich mich erstmal, dass du da warst. Und ganz wichtig, ich würde dir einfach mal sagen, lies nochmal die Bibel und ich garantiere dir, du wirst darin die Liebe finden. Auf jeden Fall. Ich habe mal zwei Fragen an Caroline. Ja, bitte. Caroline, glaubst du an Gott? Manchmal ja. Manchmal. Manchmal? Wenn es mir mal schlecht geht, dann sag ich mal, lieber Gott, ich bitte zu dir, bla bla bla. Also, du glaubst nur an Gott, wenn es dir schlecht geht. Ja. Okay. Weil ansonsten, ich denke mir, klar, es gibt irgendjemanden, der irgendwelche Sachen mit uns macht oder woher bestimmt, keine Frage. Aber es gibt doch keine Zufälle. Es ist irgendwie alles vorher bestimmt, oder? Okay, pass auf, du sagst, du glaubst nicht an Gott, ja? Jetzt stelle ich dir eine Frage, ja? Glaubst du glaubst du an der Kälte? Es gibt ja warm und kalt. Glaubst du an die Kälte? An was? An die Kälte. An die Kälte. Kalt. An die Kälte. Glaubst du daran, dass es kalt ist? Zum Beispiel? Beantworten wir mal die Frage. Glaubst du, dass es kalt ist? Nee. Hä? Hä? Ja, eben. Hä? Nein, guck mal, Caroline, wenn du warum rausgehst, glaubst du denn nicht an die Kälte? Es gibt Wärme und es gibt Kälte, ja? Glaubst du, wenn du rausgehst, dass es kalt ist? Glaubst du das dann? Wenn es wirklich kalt ist, glaubst du dann, dass es kalt ist? Glaubst du das dann, Caroline, wenn du rausgehst, dass es dann kalt ist? Ja. Caroline, dann muss ich dich aber enttäuschen. Es gibt kein Kalt. Kalt kannst du nicht nachweisen. Es gibt nur nicht zu warm. Kalt kannst du nicht messen. Oh, willst du mich verarschen? Aber du... Nein, das ist so. Das ist so. Nein, du meinst nicht böse. Das ist so, Karin. Krise. Glaubst du an Licht und an Dunkel, Caroline? Du, wenn ich rüberkomme, dann ist es bei dir dunkel, aber ganz finster. Nein, das ist eine ernste Frage. Glaubst du an Licht oder dunkel? Beantworte mir doch die Frage. Ja. Pass auf, ich sagte was, es gibt kein Dunkel, es gibt nur nicht zu hell, weil du kannst eine Dunkelheit nicht messen. Und so ist es bei Gott genauso. Verstehst du? Richtig. Du kannst nur Licht messen, aber keine Dunkelheit. Und bei der Kälte ist es genauso. Du kannst keine Kälte messen, bloß wenn es nicht mehr so warm ist. Das kannst du messen. Und das ist genau dasselbe wie mit Gott. Du spürst, dass er da ist und das ganze Zeug, ja. Und du kannst ihn aber nicht sehen. Verstehst du? Und so ist es mit dunkel und kalt.
Ja, das ist das Allergleiche. Fertig aus. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ihr schreibt halt jemand, ihr solltet nicht Freunde verlieren, sondern Jesus zeigen. Ja, wo ist denn Jesus? Soralina, darf ich dir erstmal Gott segnen für euch alle? Ich bin's Latina, Gott die Rede. Dankeschön. Ach, du bist Latina. Ja, also Latina. Ist ja Latein, also von da an. Ja, alles gut. Guck mal, also das mit, was du gerade gesagt hast, mit Frauen schlagen und so weiter, das stimmt. Aber du, du wirst in der Bibel, wenn du die Bibel liest, wirst du das nirgendwo finden. Du wirst, ich gebe dir einen Tipp, du kannst von Lukas Evangelium anfangen zu lesen oder Johannes. Johannes. Und, Erst Johannes, von Johannes kannst du auch lesen und du kannst auch Johannes 14,6 und so weiter und wenn du die Bibel nicht verstehst, dann mach dir keinen Kopf und keine Sorgen, weil ich habe das ganz, ganz am Anfang auch nicht so verstanden und ich habe Gott Jesus Christus halt gebittet, dass er mir hilft natürlich mit Heiliger Geist, also das wirst du dann auch später verstehen. Und Gott Jesus Christus ist keine Religion, sondern eine Beziehung mit dem Herzen, kann ich dir sagen. Und wie gesagt, auch was der Bruder hier gesagt hat, Flex, du wirst, lies einfach die Bibel und du kannst dir auch Filme anschauen, bei YouTube zum Beispiel, Jesus, der Film. Und dann wirst du verstehen, ich habe auch dadurch gelernt, viel am Anfang, ganz, ganz früher. Und dann wirst du verstehen, was wir dir hier damit sagen wollen und dann wirst du auch die Wahrheit finden und du wirst dann verstehen, dass du auch im Guten und wenn es dir gut geht und auch wenn es dir schlecht geht, kannst du immer auf Gott Jesus Christus vertrauen. Er ist immer da für dich, also ob du es glaubst oder nicht, aber er liebt dich. Ja, und er hat dich schon im Mutterleib deiner Mutter geschaffen. Es ist egal, was du in deinem Leben durchgemacht hast. Ich habe sehr viel in meinem Leben durchgemacht, auch in meiner Kindheit. Ich habe ein großes Zeugnis, wenn du möchtest, kannst du mir gerne folgen in TikTok. Ich kann es dir mal erzählen oder manchmal mache ich auch Livestreams auf. Kannst du gerne vorbeikommen und ich kann dir gerne mein Zeugnis erzählen, was Gott Jesus Christus in meinem Leben gemacht hat. Wow, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Leute, einmal ein Amen. Amen, Leute. Sehr, sehr schön. Leute, einmal alle in den Kommentaren mal ein Herzchen für Latina. Alle mal ein Herzchen für die. Wirklich, das war wirklich sehr, sehr schön gesagt. Wirklich, Leute, das war wundervoll. Das war wirklich sehr, sehr schön. Alle mal ein Herzchen. Am liebsten auch unsere esidische Flaggen hier reinposten, ja, und unsere aramäische Flaggen auch nochmal hier reinposten, ne, ein bisschen Liebe zeigen. Und auch unsere italienischen Geschwister und Brüder. Ja, gell. Wir haben ganz viele Italiener. Urban, ich sehe gerade, dass du eine Anfrage gestellt hast. Jetzt hat das weggemacht. Slaydenay, ich würde dich gerne hochnehmen, aber wir haben maximale Anzahl erreicht hier oben. Ich kann niemanden hochholen. Sabrina? Mhm. Sag mal, ja, meine Liebe. Was bedeutet für euch eigentlich diese ganzen Demos in Berlin mit diesem Free Palästina? Seid ihr dafür oder dagegen? Also, wie bitte, dass wir gegen was sind? Nee, seid ihr dafür, dass sie das machen oder dagegen? Wir sind also da halte ich mich raus. Bei dem Thema halte ich mich raus. Also wie gesagt, da wir bin ich raus. Wir sind für Frieden, Coraline. Ah, ihr seid für Frieden. Ja. Seid für Frieden in eurem Land. Nein, wir sind auch für Frieden auf der ganzen Welt. Wir haben auf der ganzen Welt. Frieden, Krieg in Palästina, noch keine Lust für Krieg in Israel. Genau. Okay. Also ich halte mich da komplett raus. Also über dieses Thema, da halte ich mich raus. Weil ich mich immer gewundert habe, weil die immer hier in Berlin auf die Straße gehen und schreien, Free Palästina, wo ich immer sage, dann geht doch in eurem Land mal und sagt Free Palästina. Ja? Du meinst, wir sollen da hingehen und selber den Krieg unterstützen oder wie? Nein. Oder meinst du, die sollen selber hingehen und kämpfen oder wie meinst du das jetzt? Ja. Die gehen bei uns auf die Straße in Deutschland, sagen wir mal die Leute, die in Palästina wohnen, und schreien Free Palästina, dann sollen sie doch in ihrem Land mal schreien Free Palästina. Und wenn da Krieg ist, das ist, aber ich bin immer so ein Mensch, wo ich sage, Mensch, Leute, jeder hat doch mit sich zu tun. Jedes Land hat seine eigenen Probleme. Warum muss Deutschland sich immer um jedes Land kümmern? Ja. Es ist doch... Ich verstehe es nicht. Klar, ihr seid alle hier willkommen, aber
weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt sagen würde, würde ich mich jetzt von meinem Mann trennen und hau ab und nimm mir jetzt im Flieger, fliege jetzt nach St. Petersburg, ja? Mhm. Und hab keine Unterkunft und melde mich beim Amt und sage, ich möchte hier wohnen, dann sagen die, naja, wenn sie keine 100.000 Euro bei haben, dann können sie wieder zurückfahren. Flex, ich denke, wir kommen jetzt vom Thema ganz weg. Ja? Ja, wir gehen gerade vom Thema weg. Aber Caroline, wie gesagt, ich bedanke mich, dass du da warst und ich würde dann jetzt weitermachen und wie gesagt, lies die Bibel und wirklich, ich küsse dein Herz und ich bedanke mich, dass du da warst, gell? Caroline, falls du mir zugehört hast, ich bedanke mich, gell? Okay, alles klar. Latina, möchtest du noch was sagen? Ansonsten würde ich dann noch zwei andere kurz hochholen. Ja, Bruder, kein Problem, alles gut. Ich wünsche euch trotzdem eine gesegnete Weihnachtszeit, euch allen, auch hier im Chat. Habt Frieden mit euren Familien und seid zusammen beisammen mit euren Familien. Genießt einfach die Zeit und die Reason for the Season dieser Weihnachtszeit auch ist Gott Jesus Christus. Also das ist der Sinn und der Fokus und die an erster Stelle genau sollten wir auf ihn gucken und auf ihn voll und ganz vertrauen, denn wenn wir vertrauen und warten, dann wird er uns antworten und er kennt auch unsere Herzenswünsche und er hat für jeden Einzelnen von uns hier einen Plan, auch für Bruder Flex, für jeden Einzelnen, für Bero, er weiß alles, was nächstes Jahr auch sein wird und ja, möge der Friede des Herrn Jesus Christus auch mit euch sein. Amen. Richtig. Amen. Amen. Wünschen wir dir natürlich auch alles. Danke. Okay. Also Latina, wir reden später, ne? Okay, super. Dann holen wir mal zwei andere kurz hoch. Und ja, wo sind denn alle hin? Haben wir eine Anfrage gestellt? Jetzt verschwinden die Leute, die eine Anfrage gestellt haben. Ah, das ist doch auch scheiße. Na gut. Also gut, dann holen wir mal... Ah, Ali hat eine Anfrage geschickt. Komm, dann holen wir mal Ali und Slay the Nay hoch. Was gibt's denn? Was gibt's denn? What's going on? What's going on, man? Genau, ja, jetzt. Super. So, Leute. Ich denke mal, das war's. Ne? Haben wir ein bisschen über die Trinität gesprochen. Ist ganz wichtig. Macht euch auf etwas gefasst. Ne? Ich glaube mal, ab Januar ist der Mensa wieder da, Leute. Und dann habt ihr mehr von dem Evangelium. Ne, da könnt ihr euch alle freuen. Ne? Ich tue auf jeden Fall heute Abend vielleicht mal. Ich werde heute Abend mal vielleicht ein bisschen aufklären, ne, und ein paar Vergleiche bringen aus der Bibel und aus der anderen Seite. Und dann schauen wir uns das einfach mal genau an. Mensa macht gerade Pause. Er kommt erst Januar wieder. Ne? Also ich wollte das. Mensa kommt. Aber ich habe eine Frage an Mary. Ich sehe gerade, dass Mary hier ist. Mary, komm mal hoch. Mary, Mary. So, ich vielleicht nimmt Mary an, falls sie noch wach ist. Mary, falls sie noch die Energie hat. Nur mal die Mary hoch. Ja. Also ich finde, man sollte die Tore der Barmherzigkeit niemals schließen. Richtig. Oh, Mary. Hallo, Gottes Segen. Ist bei dem Herrn, also. Gottes Segen. Mal, hallo, ihr Mary. Mary. Ja, hi. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Sag mal, wo bist denn du überhaupt? Ah ja, hast du nicht gewusst? Ich habe ja Corona gehabt. Ja, dir geht's doch wieder gut. Du bist doch wieder gesund. Ich habe da 10 Tage lang Corona gehabt. Mir war wirklich schlecht. Also meine Stimme habe ich ja auch ein paar Tage nicht mehr gehabt und habe ich ja wirklich kein Kraft mehr. Also für nichts wirklich. Ich kämpfe ja immer noch mit dem Folgen, ne? Ja. Ja, ja. Und deswegen, ich habe immer noch Husten. Also ich kann noch nicht mehr normal reden. Aber es geht dir doch jetzt viel besser, oder? Ah ja, es geht mir viel besser. Ich war noch nicht mal auf der Arbeit. Ich war schon fast 10 Tage nicht auf der Arbeit.
Ich wollte halt, ja, wie gesagt, eine Pause nehmen, eine Schnaufspause, wie man sagt, weil mir ging nicht so gut und ich habe gebetet und ich war mit Gott zusammen. Komischerweise haben aber alle gerade Corona, also mich hat es jetzt nicht erwischt, aber alle haben Corona. Ja, zurzeit alle haben Corona. In jedem Haushalt findest du Corona. Ohne Ausnahme. Wow, was für Bazillen da rumlaufen. Ne? Ja, oh, wie gesagt, also ich habe eine, wie man sagt, eine Schnaufspause gebraucht. Also ja, um mit Gott zu beschäftigen und das hat mir sehr gut getan. Ich habe dich hier hochgeholt, Mary, weil ich habe nämlich einen Vers gefunden und ich komme auf diesen Vers nicht mehr drauf klar. Vielleicht kannst du uns das auf Arabisch mal erklären. Mhm. Also das ist der Wahnsinn, ne, was ich hier wieder gefunden habe. Weil du bist darin wirklich sehr, sehr mächtig und deswegen würde ich dich mal fragen, ich drehe mal meine Kamera um, Mary, und dann kannst du mir das vielleicht eventuell sagen. Also hier, wir haben ein Sahih al-Bukhari 3849. Mary, auf Arabisch, wenn möglich. حدثنا عن حسن عن عمرو بن عناه في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد سنت فرجموها فرجمتها معهم. Okay, warte, ich habe hier noch, ich kann das auch gleich nochmal aufschlagen. Hadith Nummer hast du gesagt? Sahih al-Bukhari 3849. Wahnsinn, Leute. 3849. Ja, ja, okay, gut. Marouche, da spammt einer. Der True, kannst ihn gleich sperren, Bruderherz. Super, super, super. Yes. Kannst ihn auch direkt sperren, Bruder. Der ist nicht so wichtig. Okay, mach ich. Ja, es. Oh je. Also, wie gesagt, hier, der erzählt, dass Umar ibn Aymun hat gesagt, er hat ein Affe gesehen, der eine Gruppe von anderen Affen auf ihn her losgegangen, ja, und die haben halt miteinander getrieben. Und dann haben wir gesagt, dann haben sie diesen Affen gesteinigt. Was? Ja, genau. Rajamaha, farajamathuma ma'ahum. Also die haben. Aber wer hat da mitgemacht? Wer hat bei dieser Steinigung mitgemacht? Da ist ja jemand dabei, der bei dieser Steinigung mitgemacht hat. Hadathana Na'ib ibn Hamad, Hashem an Hussein an Amr ibn Maymun, qala ra'aytu fil jahili. Also der Amr ibn Maymun qal ra'aytu. Er hat das gesagt, ich hab's gesehen. Ja, dass die, wie gesagt, diese Affen ja miteinander getrieben haben, ne? Was ist auch heftig, ja. Und dann farajamuha farajamtuha ma'hum. Genau. Und dann hat gesagt, die Gruppe, die auch noch dabei ist, nicht nur Amr ibn Khattab, andere auch noch, Amr ibn Maymun meine ich, haben angefangen mit dem Steinigen. Dann hat er auch noch damit angefangen. Da steht hier farajamtuha ma'hum. Das heißt, und ich habe sie auch gesteinigt. Aber wer ist das, der mitgesteinigt hat? Umar ibn Maymun. Aber Umar ibn Maymun heißt er. Genau, ach, genau. Er hat auch diese Affen gesteinigt, genau. Aber warum hat er das gemacht? Nur weil die miteinander getrieben haben, ja, oder genau. Wie jetzt? Nur was sie, genau, genau. Okay. Ich meine, was wird mir diese Hadith bringen in mein Leben? Warum soll ich das wissen? Warum soll ich jetzt Affen steinigen, weil sie miteinander getrieben? Was ist der Sinn der Sache? Weißt du, was der Sinn der Sache ist? Sie haben nicht darüber nachgedacht, dass wir 2023 eventuell haben, dass gewisse Menschen, dass die Technologie so weit ist, dass wir das auch lesen. Ja, natürlich, wie gesagt. Also ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Warum soll man sowas wissen überhaupt? Und diese Ja, das ist, damit wir das annehmen. Wir müssen das ja annehmen. Das ist ja eine Lehre. Also das heißt, die Affen haben illegal sexual intercourse. Ja. Also, okay. Wahnsinn. Und die Affen machen das auch heißt, du als Mensch siehst du sowas und warum fühlst du dich dann angesprochen? Warum? Ich verstehe das nicht. Genau, er hat gleich mitgemacht. Er hat gleich mitgemacht. Er hat mitgesteinigt. Das ist einfach krank. Bruder, das ist krank. Wahnsinn. Das ist einfach krank. Wahnsinn.
Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe dir schon gesagt, dass es halt, die Hadithe sind einfach, was soll ich das sagen, wie soll ich das erklären? Die sind einfach so, ja, oder, das hat oder keinen Sinn einfach. Kannst du mir auch das erklären, Mary? Das ist der reinste Wahnsinn, also auf Arabisch ist immer besser. حدثنا محمد بن بشار محمود عن عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجميع قيل يا رسول الله أو يتق ذلك قال يعطى قوة 100 وفي الباب عن زيد بن أرقم قال أبا عيسى هذا genau da also der Prophet hier sagt dass der Mann kriegt die Stärke von 100 Mann beim Verkehr. Beim Verkehr? Ja, beim Verkehr. Al-Jamir heißt das, der Verkehr. Al-Jamir. Genau. Ah, genau. Al-Jamir ist aber der Verkehr. Was, aber für was braucht er dieses Verkehr? Wo und wo und wann? Für Jannah. Da steht Ahlul Jannah, das heißt Leute des Paradies. Sogar Leute, der ach so, im Paradies kriegt er eine Kraft von 100 Mann. Richtig, genau, weil da siehst aber, du ja aber, auch für, was, aber für was braucht er denn diese Kraft? Ja, für den Verkehr, damit er halt die Huris knacken. Und da steht eine Sure, im Koran steht, Ahlul Jannati fi shughlin fakihun. Das heißt, die Leute des Paradies sind beschäftigt, die Jungfrauen zu entjungfern. Wahnsinn. Und das ist die Hauptbeschäftigung im Paradies von Allah. Also normalerweise ist Sünde bei im Paradies also normal verboten. Also du kannst doch nicht da rum tschakka tschakka machen. Ah ja, nee, aber in im Jannah vom Islam ist es halal. Also ist alles, was verboten in dieser Welt, hier auf dieser Erde, ist, wurde verboten, wurde aber im Jannah, ja, erlaubt. Oh mein Gott. Du musst das aber verstehen, ne? Gott ist heilig, also Gott ist heilig. Wie kann er denn zulassen, dass bei ihm gesündigt wird? Aber, ja, aber eine Frage, wie kann es sein, dass Gott in Jannah solche Sachen zulässt, dass da eine Kraft von 100 Mann gegeben wird, dass er die ganze Zeit warum? Das ist eine Frage. Ich sag euch, die Hauptbeschäftigung dort im Jannah von der Muslime ist S-I-X. Mehr gibt's sowas nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Essen und trinken, das heißt also, und verkehren, genau. Das heißt also, eigentlich hauptsächlich geht es hier nur um SEX. Richtig, genau, genau. In einem Paradies. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das soll sowas von Allah kommen. Ich soll an so einen Mist glauben? Als Mensch hat mir Gott Moral und Ethik und Verstand gegeben. Soll ich an so einen Mist glauben? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, also ich hinterfrage mich eigentlich, wow, wow, wow. Also ich bin schon etwas schockiert, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich das schon höre, wow. Aber die Frage, wow. Und wohlgemerkt steht unten, Herr Hadith und Sahih. Das heißt, der ist authentisch. Das heißt, also Sahih. Nee, Hassan, ja, das heißt, das ist Hassan, oder? Mohammed hatte das erzählt, ja, und er ist Sahih. Das heißt, es gibt keine Zweifel, dass Mohammed das nicht erzählt hat. Warte mal, hast du gesagt, das ist Sahih auf Arabisch? Sahih hier. Qala wa hadha al-hadith sahih. Jetzt willst du was sehen? Willst du was sehen, Mary? Und guck hier, Gharibun, ja, das ist Gharibun lan arifun. Und da steht komisch, diese Sahih, dieser Hadith ist Sahih, aber komisch. Aber weißt du, was sehr, sehr seltsam ist? Hier verraten die, dass es in Sahih ist, aber hier siehst du, dass es wird als Hassan eingestuft. Die verraten das nicht. Auf Arabisch verstecken die das. Ja, das ist, nee, ich sag euch, das ist pure Verarsche. Das ist nicht immer die richtige Übersetzung auf Deutsch und auf Englisch. Das sag ich euch. Ich sag euch das als arabische Muttersprachler. Ich kann das erkennen. Wenn sie lügen und wenn sie falsch übersetzen, erkenne ich das sofort. Und hier steht Hadith Sahih.
هذا حديث صحيح غريب. Das heißt Gharib und das heißt auch komisch. Der ist komisch. Die gucke die Erzählungen auch. Die Leute, die das auch erzählt haben, die finden das auch ganz genau komisch. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist krass, wie die das verdrehen. Das ist Sahih eingestuft und hier machen die aber Hassan. Das heißt also, wenn du damit debattierst, ja, sagen die dann, hey, hey, falsch, das ist ein Hassan, falsch, das muss Sahih sein. Aber hier sehen wir, das ist Sahih. Aber Hassan, mein Bruder, du musst es auch verstehen, ne? Lass dich nicht von den Muslimen verarschen. Ich sag dir, Daif, okay, Daif, der ist halt schwach. Hassan, ja, der ist halt nah am Authentischen. Also der ist Hassan, das heißt, der ist gut. Das heißt, kann man damit auch arbeiten, also kann man damit auch umgehen. Es ist, man geht davon aus, der ist richtig. Gut ist Hassan. Und Sahih ist authentisch, 100%. 100% authentisch. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das heißt also, die verstecken hier etwas. Die verstecken hier etwas. Und hier seht, wow, wie die uns verarschen, Mann. Das ist das Problem, wenn man kein Arabisch kann, leider Gottes. Man kann alles sagen und alles interpretieren. Man kann man kann schon die Leute verarschen, wie man will, und kann man lügen. Lügen ist erlaubt im Islam. Taqiyya ist erlaubt. Wow. Aber ich danke auch Gott, dass ich auch Arabisch kann. Und das ist meine Muttersprache. Ich bin damit aufgewachsen. Und jemand kommt zu mir und sagt, nein, das stimmt nicht und das ist nicht authentisch, sage ich ihm halt, stopp. Ich will den Beweis, ich will den Hadith-Nummer, ich will die Überschrift, ich will den alles sehen. Vorher schon. Wie gesagt, wenn eine Sure sagt zu mir, wenn du siehst da, wenn die zum Beispiel in einer Beerdigung, muslimische Beerdigung, und die erzählen, also die tun diese Koran Erzählungen. Und so weiter und so fort. Sagst du, oh, wie schön, oh, ich krieg Gänsehaut. Aber die wissen doch gar nicht, was da man erzählt. Du meinst jetzt diese ganze Musik, diese das meinst du? Ja, genau. Ja, du meinst, das ist so eine Art Gehirnwäschemusik, so in der Art, gell? Gehirnwäschemusik, aber wenn du verstehst, was der sagt, der Mann, du kriegst Gänsehaut. Das heißt, jemand ist gestorben, du stehst auf sein Grab, aber dann hörst du, die Leute des Paradies sind sich beschäftigt mit Jungfrauen zu knacken und anharun min al khamri wa fakiha wa, und das ist doch, was ist das? Das ist Wahnsinn. Doch lächerlich. Wow. Aber Mary, das interessiert mich so gerne, wie hast du entdeckt oder wie hast du gemerkt, weil ich denke, du bist konvertiert oder warst du schon immer Christin? Ich bin, guck mal, die Sache ist die, mein Vater ist schon konvertiert, schon vor 40 Jahren. Der hat nach der Wahrheit alleine gesucht. Ja, wow, okay. Damals. Was? Ja, und er hat wirklich die Wahrheit nur in Jesus Christus gefunden. Mein Vater war streng gläubig, Muslim. Er hat gebetet 5-mal am Tag. Der war wirklich radikal. Aber am Ende, der hat gesagt, Moment mal, als er die ganze Suren gelesen hat und die Hadithe, mein Vater ist schon wirklich kein dummer Mensch. Hat er sich damit beschäftigt und er ist tief in die Materie reingekommen und hat gesehen, wow, Moment mal, das kann sowas niemals von Gott kommen. Für mich, seine Vorstellung, dass Gott ist heilig, Gott kann niemals erlauben, ja, Sinä, Halal, ja, Sinä im Himmel, ja, oder dass ein Mann 72 Jungfrau hat und so weiter und so fort. Die Liste ist zu lang. Mein Vater hat gesagt, das kann sowas niemals kommen. Dann hat er angefangen zu suchen, ja, und nach der Bibel hat er gefragt und hat eine Bibel bekommen und hat alles gelesen. Und er hat nach Gott gefragt, ganz ehrlich, Gott, wirklich, wenn es dich gibt, offenbare dich mir und zeig's mir, wer du bist. Und der Herr Jesus Christus hat sich dann offenbart und hat ihm gezeigt, dass er die Wahrheit ist. Und alles, was mein Vater daran geglaubt hat, von heute auf morgen war alles weg.
Er hat komplett alles weggeschmissen, den Koran, alles in die Mülltonne. Und wow, dann natürlich, Halleluja, Halleluja, Amen. Halleluja. Und dann bin ich hier auf die Welt gekommen, natürlich, ja, als klein Kind. Dann mein Vater hat mir alles von Jesus Christus erzählt und hat mir genau auch von den Islam auch erzählt. Ich habe beide Parteien gesehen und in beide Parteien gelebt. Weißt du, ich habe alles erlebt. Ich habe muslimische Familie und ich habe christliche auch Familie. Am Ende, die ganze muslimische Familie damals, die haben meinen Vater verfolgt, die haben uns gehasst. Die ganze Familie, jetzt 80% sind Christ geworden durch meinen Vater. Na, ja. Sind die wirklich alle durch deinen Vater Christ geworden jetzt? Ohne Spaß. Ohne Spaß. Alhamdulillah Jesus, alle verlassen den Islam. Alhamdulillah Jesus. Wohlgemerkt, die haben meinen Vater verfolgt und gehasst. Später, nach all die Jahren, na, haben sie dann erkannt, dass der Islam war nicht die richtige Religion oder den richtigen Weg. Mein Vater hat immer Geduld gehabt, hat immer erzählt, natürlich von Jesus. Und als sie immer Fragen hatten, hat alles beantwortet. Und mein Vater hat denen auch gezeigt, ja, wie man als Christ leben muss. Ja, er hat, da war ein anderer Mensch. Andere Menschen. Und die haben das gesehen, diese Veränderung. Ja, und haben gesagt, das kann nicht sein. Der hat sich im positiven Sinne verändert. Und dann am Ende, wirklich, es gibt eine Tante, ja, ich kann mich sehr gut erinnern, die hat meinen Vater so verfolgt. Ja? Nein. Bis zum geht nicht mehr. Sogar mein Vater haben die ihn sogar die Polizei, ja, hat meinen Vater damals auch auf der Straße belauert. Und die haben ihn auch sogar ins Revier mitgenommen. Und haben ihn ja einfach gefragt. Ja, genau. Weil mein Vater ist auch damals, da war aktiv, sehr aktiv in den jungen Jahren. Da war ein Menschenfänger, ein Prediger. Da hat auch damals, der hat ein Taxiunternehmen und hat extra diesen Taxi, wie gesagt, benutzt, um Leute, ja, von Jesus zu erzählen, ja. Und das hat sich rumgesprochen überall und viele von diesem Klientel haben die ihn natürlich angezeigt. Und natürlich, dann kam die Polizei und hat meinen Vater gefragt, was er macht und wieso das er macht und warum hat er seine Religion gewechselt und so weiter und so fort. Ja, und das war nicht leicht, sogar auch von der Regierung. Die haben ihn die ganze Zeit abgehört. Und die Kinder haben versucht zu gucken, ob er vielleicht einen Fehler macht, dass sie ihn abfangen können, richtig? Richtig, ganz genau. Ganz genau. Und er hat eine gute Arbeit geleistet, mein Vater. Aber Mary, ist dir aufgefallen, nur die Christen werden verfolgt. Das ist der Wahnsinn. Ich sag ich dir, mein Vater ist der beste Beispiel. Ja. Von den Muslimen dort und von der eigenen Familie und sogar von der Regierung. Christen, Jesiden, die, also generell wir zwei, wir werden komplett verfolgt. Das ist der Wahnsinn. Sag ich dir, das war, genau. Und deswegen, ich kann auch wirklich nachvollziehen, wenn Muslime sagen, okay, sowas steht nicht in den wo steht das? Das steht nicht, das stimmt nicht. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich verstehe euch, ja. Aber bitte, ich habe eine Bitte wirklich an den Muslime. Liest selbst alles nach. Wir sind in einer Zeit, wo die Internet da ist, wo alles zur Hand ist. Liest bitte alles und schlagt alles auf. Und guckt wirklich, ob wir lügen oder nicht. Mariam, was dachika? Samahini. Mariam, ich kann dich nicht auf Abuki kteer, lanu, viel kteer ismau al kelmetia. Fimti? Al geschichte tabakum. Yani tawul balki. ايوه انا لا ما فهمت عليك انت يعني شو حابين انا بس انا اخوكي نفس بالدين بس ما Nein, Alter, wer hat den schon wieder gesperrt? Alter, wer hat das schon wieder? Ey, wer war das jetzt gerade? Irgendjemand hat den jetzt gesperrt. Echt jetzt? Hey Mann, das geht echt nicht, Alter. Und Leute, Alter, wer hat ihn jetzt gerade gesperrt? Oh, warte, ich gucke jetzt, wer das war, gucken, weil das war. Ist echt scheiße. Das ist echt scheiße, wer das jetzt war. Moment, oder wie hieß der? Ich kann gucken, wer das war. Schwester Mary. I am Joe.
I'm Joe. Oh Leute, das geht. Maru, Stein auch. Aus dem Live rein. Hey, rausgehen. Irgendjemand hat ihn geschrieben. Der steht gar nicht auf der Sperrliste, Bruder. Nee? Doch, der muss auf der Sperrliste. Ah, ich kann doch, jetzt gerade nicht rausgehen. Warte, Bartensflex. Mr. Mary, bist du ursprünglich aus dem Iran, oder? Wenn ich fragen darf. Irgendjemand hat den gesperrt. Ich sehe das hier gerade nicht. Moment. Ich weiß, wer es war. Ich schreibe dir das nachher privat. Ich will das jetzt hier nicht sagen. Marusch. Okay. Ich muss jetzt ernsthaft gucken, wer das war, weil das geht echt nicht. Einfach die Leute hier. Oh, Leute, kommt. Aber er soll mal schreiben. Er müsste wieder frei sein. Ja, kann ihn einer vielleicht privat schreiben? Also, ich war. Also, alle schreiben jetzt, Latina war es. Ach so. Hä, aber warum? Hä, hey, woher wissen die Leute, das? Leute, das. Wer wissen die das? Das ist doch eine Lüge. Der eine schreibt, Sabrina war das. Ach so, die schreiben. Sabrina, nein, oder? Nein, Sabrina. Ihr seid der Kracher, wirklich. Leute, ich hatte mein Handy gar nicht in der Hand. Ich verstanden habe, auf Arabisch, da hat gesagt, die Geschichte mit meinem Vater, keine Ahnung, und ich war dabei, ihn zu verstehen, aber dann war er runter. Oh, schade. Hol ihn hoch, Flex. Flex, er soll eine Anfrage. Ich habe mein Handy gar nicht in der Hand. Er soll eine Anfrage machen. Er soll noch mal eine Anfrage stellen. Vor allem, was hat er denn gesagt? Worum ging es denn? Ich war kurz weg. Ganz normal, wir haben, also Mary hat ganz normal auf Arabisch was gesagt. Okay. Ich habe ihm gesagt, ich habe dich nicht so richtig verstanden. Was meinst du damit? Und dann war unten. Ach so. Jeanette hat geschrieben, nicht jeder Christ ist ein richtiger, ist ein, nee, nicht jeder Christ ist ein Christ. Hm, okay, alles klar. Genau. Genau. Mary, was habt ihr denn gemacht? Nochmal. Nochmal bitte, Bruder, ich habe dich gerade nicht gehört. Was hat denn unser Bruder gesagt? Er hat gesagt, die Geschichte mit deinem Vater sozusagen musst du aufpassen, solltest du nicht erzählen oder so, keine Ahnung, so habe ich das verstanden. Ach so, ja, weil, ja, ich weiß, warum, ich weiß, warum, ja. Ja, aber im Gegenteil, also wir schämen uns gar nicht und wir haben keine Angst. Mein Vater hat keine Angst. Das war, ich habe erzählt, das war in den jungen Jahren. Mein Vater ist mittlerweile jetzt in Rente und er tut das trotzdem über Facebook immer noch. Ja, predigen und die Leute über Jesus zu erzählen, da macht das immer weiter sehr gut. Und er hat das gesagt, er macht das bis zum letzten Atemzug. Und wir haben keine Angst, mein Vater hat keine Angst. Das war ja einmal, die Regierung hat ihn ja klar abgehört, aber danach hat sie ihn dann in Ruhe gelassen. Die hat gesehen, dass er nichts getan hat, nichts Falsches getan. Hat nicht geklaut, hat nicht getötet, er hat gar nichts Falsches gemacht. Der war ein friedlicher Mensch, er wollte nur das Wort Gottes einfach nur weiter geben, mehr nicht. Und die haben gesehen, ganz dass er harmlos war, dann kurz, hat ihn in Ruhe also, gelassen. Ganz kurz, also Jeanette ist jetzt hier reingekommen und hat geschrieben, nicht jeder Christ ist ein Christ und schreibt, so ist es. Und bei TikTok sieht man es extrem, prüfen, immer prüfen, alles prüfen. Na, die Frage ist jetzt, Jeanette, woran erkennt man, dass jemand ein Christ ist und woran denn nicht, Jeanette? Wenn du willst, dann stell eine Anfrage und komm und erklär uns das mal. Würde mich gerne interessieren. Woran erkennt man denn, dass einer ein Christ ist und nicht? Also ein Christ, der Matches macht und seine Leute das Geld aus der Tasche zieht, ist in meinen Augen kein Christ. Ich weiß nicht. Aber ja, würde mich jetzt mal interessieren. Jeanette, was ist für dich denn ein wahrer Christ? Tja, gute Frage. Muss nicht jeder hier hören. Okay, Jeanette, dann schreib es mir gerne privat. Weil ich habe einige Namen jetzt auch schon aufgeschrieben und genau, ich finde das eigentlich schon sehr, sehr traurig, dass gewisse Brüder und Geschwister sich hier, sagen wir mal, selber verarschen. Das finde ich sehr, sehr traurig. Ja, Leute, naja. Naja, ich glaube, ich bin diejenige, die gar nichts mitbekommen hatte. Weil ich auch glaub mir, Mary, das ist auch gut so. Wir haben tatsächlich, Mary, ich hatte wirklich eine ganz andere Einstellung gehabt, Mary. Wir haben sehr viele Wölfe. Boah, ja, das ist gemein. Wir haben sehr viele Wölfe
Und ich will das jetzt nochmal offiziell sagen, Leute, ihr werdet es sehen. Ja, ich habe ja Stories gemacht, ich habe ja auch meinen Senf dazu gegeben. Wir Christen ermahnen unsere Brüder und Geschwister, aber wir dürfen sie nicht angreifen. Wir dürfen sie auch nicht bloßstellen. Ja, das heißt also, wenn unsere Glaubensbrüder oder Geschwister, ja, einen Fehler machen, ermahnen wir sie, aber wir dürfen sie nicht bloßstellen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das nächste, was auch noch dazu kommt, ist, für mich ist ein Christ, der das Evangelium verbreitet, ja, ohne Matches zu machen, sagen wir mal, hier in TikTok, man sollte es ehrenamtlich machen. Man sollte es ehrenamtlich machen. Und wenn dann die Spenden dann, sagen wir mal, freiwillig reinkommen, ist das ein Segen. Das ist vollkommen okay. Aber wenn man versucht, ja, und ich garantiere euch, Leute, das müsst ihr, merkt euch das wirklich sehr, sehr gut, was ich sage. Ihr werdet es auch erkennen an ihren Früchten, okay? Dass gewisse Leute versuchen werden, sich nach diesem Video, was ich gemacht habe, obwohl ich keinen Namen genannt habe, sie werden versuchen, um sich zu... hört ihr mich? Ja. Kampf um Ader werden sie versuchen, sich zu verteidigen. Warum? Weil deren Arsch sozusagen exposed wird. Es ist einfach so. Ne? Was sagst ich finde das schade. Ich finde das irgendwo sehr, sehr schade. Aber ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen, ja, dass sie versuchen werden, das Recht zu fertigen und sie werden versuchen, sich auch da irgendwo, sagen wir mal, rauszureden und andere schlecht darzustellen. Ne, es ist einfach so. Ich finde das schade, aber ihr werdet es wirklich erkennen. Es ist einfach. Flexa, kannst du bitte Latina kurz hochholen? Sie möchte dir was sagen. Sie meint, es ist wichtig. Ich hoffe aber, das ist keine Sache zwischen dem Bruder, weil das ist jetzt schon das zweite Mal. Die Sachen müssen privat bleiben, Leute. Wir dürfen hier in der Öffentlichkeit gewisse Dinge nicht erwähnen, weil das hört hier jeder mit. Bruder, nein, also guck mal, ich habe dir auch per WhatsApp gerade geschrieben, eine Nachricht zukommen lassen. Das, ich finde sehr, sehr ehrlich, ob du es glaubst oder nicht, also mir ist das jetzt egal hier. Ich habe aus Versehen... also ich wollte ihn, der Joe war ja oben, du kannst ihn ja wieder, wie heißt das, ich wollte ihn für mich sperren, für mein Profil, weil hier gibt es auch einen Bruder, ich nenne auch keinen Namen, und er hat gesagt, das Gute an TikTok ist, wenn man sich distanzieren möchte von Heuchler allgemein, danke Marusch, dass ich, dass du geholfen hast, dass ich hochkommen kann. Und kein Problem. Kann man einfach sperren und distanzieren sich. Fertig. Und das ist das Schöne auch an TikTok. Aber guck mal, es ist warte, ganz ich habe ihn aus Versehen, Entschuldigung, Bruder Flex, ganz kurz, ich gehe dann wieder raus, weil ich habe auch zu tun, weil ich fahre morgen in Urlaub. Und ich wollte sagen, ich habe ihn aus Versehen, wirklich, war nicht meine Absicht, wirklich, ganz ehrlich, ich habe vergessen, dass ich hier drinnen bei dir bin. Und ich habe gesehen, auf einmal blockiert, auf einmal, ich drück so, einfach so, auf einmal habe ich ihn, genau, I'm Joe, habe ich aus Versehen, das war nicht meine Absicht, wirklich, ich wollte ihn für mich selbst sperren. Und dann habe ich gesehen, sorry. Dann habe ich hier direkt im WhatsApp geschrieben, aber ich weiß, du kannst jetzt nicht gucken, weil du bist hier im Stream. Wie gesagt, ich bin ehrlich und ich wollte euch auch warnen, es gibt zwei Personen hier. Latina, ich kenne die Personen schon. Mach dir keine Sorgen. Wir haben Wölfe hier drin. Ich weiß es. Ich bin nicht blöd. Und die fühlen sich dann auch direkt angesprochen. Die wissen auch, dass die gemeint sind. Ich habe aber auch keine Namen genannt. Aber das ist ja auch egal. Wir versuchen weiterhin unsere Arbeit zu machen. Aber bitte, 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 es muss privat geklärt werden, warum. Es gibt gewisse Leute, die hören hier mit und machen sich drüber lustig. Ist ganz wichtig. Ja, aber mir ist egal, die machen sich drüber lustig. Mir ist egal, wer über mich lästert oder nicht. Mir ist ganz egal. Ich meine es ernst allgemein, weil ich weiß, am Ende des Tages, Galater 1, Vers 10, genau, privat, genau, Janet, soll man alles privat klären. Und Ermahnung und in Liebe. Und genau, aber wie gesagt, ich wollte den Joe jetzt für mich sperren und ich habe total vergessen, dass ich bei dir im Stream, ich habe es wirklich nicht mit Absicht gemacht, Bruder. Es tut mir leid. Alles gut. Okay, dann weiß ich ja wenigstens Bescheid. Dann ist ja okay. Ja, ich
ja okay. Ja, ich habe wirklich nicht mit Absicht, weil ich sperre nicht jeden. Also wenn du natürlich das sagst, dann mache ich das. Ansonsten, genau. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Also dann weiß ich es ja wenigstens. Aber wie gesagt, alles andere muss privat geklärt werden, genau. Ja, natürlich. Okay, dann nochmal Gott Segen für euch. Und ja, ich weiß, dass du nicht blöd bist, Bruder. Und alles gut. Hab ich nicht behauptet. Alles gut. Okay, dann hoffe ich, dass der Frieden weiterhin und dass auch Christliche, die sich Christen nennen, auch wirklich in der Liebe bleiben und dass wenn was ist, dass sie den Bruder oder Schwester anschreiben, privat und nicht hier einen bloßstellen vor lauter 3000. Das machen die doch schon bereits. Das ist ja nichts Neues. Aber deswegen wollte ich einfach den Leuten, also generell der Community auch sagen, Leute, ihr müsst vorsichtig sein. Unter uns gibt es Wölfe, ja, ihr werdet sie auch erkennen an ihren Früchten, ja, und ich werde keine Namen nennen, weil ich bin keiner, der diese Leute bloßstellt, brauche ich auch gar nicht, ja, aber die werden es tun und daran erkennt ihr, wie verdorben die eigentlich wirklich sind. In meinen Augen sind das keine Christen. Ein Christ tut nicht das Evangelium verbreiten und gleichzeitig, keine Ahnung, Matches das Heil absprechen. Und das Schlimmste noch an der ganzen Sache ist, du darfst als Christ doch nicht alle jedem das Heil absprechen. Also sorry, da hört's auf. Stimmt. Ne? Du kannst doch nicht hier jeden das Heil absprechen als Christ. Das funktioniert so nicht. Was ist denn das für ein Christ, der hier jeden das Heil abbricht? Was ich festgestellt habe, ganz genau. Was wir machen können, wir ermahnen unsere Geschwister und Brüder. Aber wir tun sie doch nicht bloßstellen. Das ist das Schlimmste, was man macht. Ja, wer bin ich, damit ich bestimme, dass er in die Hölle geht oder in den Himmel? Oder wer bin ich, das zu bestimmen, ihn dieses Heil wegzumachen und sagen, nein, der kommt jetzt in die Hölle. Also ich sehe schon wirklich, und das ist sehr traurig, dass viele, 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 ja, verurteilen andere Menschen und vor allem auch andere Christen. Ich will euch nur eine Sache sagen, Leute, okay? Und dann mache ich gleich. Oh, Moment, ich habe gleich hier ein kleines... Ich wollte ganz schnell was dazu sagen zu Schwester Mary. Richtet nicht, sonst werdet ihr gerichtet. Ganz genau, richtig. Ja. Amen. Ich möchte eine Sache noch hinzufügen, Leute, ja? Alle, die hier drinne sind und mir zuhören, ja? Diese Menschen oder diese Leute, die einem das Heil absprechen, ja? Haltet euch von diesen Menschen fern. Das ist ganz wichtig. Denn ein wahrer Christ, der das Evangelium gelesen hat, ja, vor allem das, was wir hier jeden Tag machen, da spricht niemanden das Heil ab. Warum? Wir ermahnen unsere Brüder und Geschwister, aber wir sprechen hier niemanden das Heil ab. Merkt euch das bitte sehr gut, denn das ist eine gesunde Lehre. Und nicht durch die Gegend rumlaufen, ah, komm, wir machen jetzt mal ein Match, aber ich predige weiterhin das Evangelium. Ja, Leute, wisst ihr was, ich ziehe euch das Geld aus der Tasche und mach weiterhin Matches. Sorry, so funktioniert das nicht. Das funktioniert nur einfach nicht. Gott, Jesus Christus kann entscheiden, wo die anderen hingehen und niemand darf den anderen das Heil absprechen. Also das sollte man auch nicht machen, weil Gott sieht alles. Ja, ja. Mary, auf jeden Fall, Schwesterherz, ich küsse dein Herz wirklich, dass du hier warst, weil eigentlich warte ich immer, dass du kommst, ne? Aber guck mal, mein Bruder, warte mal. Jemand hat geschrieben, ja. Mary ist ein Wolf, glaube ich. Ich spüre das. Ach so, nein, Mary ist kein Wolf. Mary ist immer unterwegs. Und du hast mich gesehen, noch nie in Debatten beleidigen oder den Siegheil einfach wegzusprechen von Leute oder im Gegenteil, ich tue nur aufklären und nur von deren Bücher einfach zitieren, mehr nicht, weil ich glaube wirklich, dass ich als Mensch verpflichtet, andere Menschen zu helfen. Weil ich weiß, dass Gott Jesus sagt zu mir, dass diese Menschen ohne ihn sind verloren, dann ist es meine Pflicht, die Botschaft weiter zu sagen oder aufzuklären. Das war's. Da steckt nur Liebe und Fürsorge dahinter. Ja.
Kommentaren so egal, ignoriere die einfach. Gott segne euch, ich gehe runter wieder. Danke, Bruder Flex, und wir bleiben in Kontakt. Also beziehungsweise wenn was ist, ich lasse es dir immer zukommen. Also ich bin ehrlich, ja. Ehrlicher Mensch, ich mag auch keine Hinterlästigen und Lästereien. Ist mir egal, wer über mich lästert. Der Einzige, der ich möchte Gott gefallen und nicht Menschen. Gottes Segen euch. Ja. Amen. Gottes Segen. Liebe Schwester Mary, du machst es mit Liebe, andere machen es mit Zwang oder mit Drang. Richtig. So, jetzt holen wir mal ganz kurz den Joe hoch wieder. Der ist jetzt wieder da, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Joe wäre weg. Joe, ich hab dir eine Anfrage geschickt, Joe. Hä? Wo ist jetzt Joe hin? Joe, wo bist du? Zieh das wieder zurück hier. So. Willst du? Jetzt, Joe, Bruderherz. Jetzt ist er am Essen. Oh. Einen guten, Joe. Danke, danke. Auf das nochmal zurückkommen. Maria, Lech Haketomaki, eine Viehtier ohne Mojudin, wie nennt man Hyänen? Ja. Verstehst du, die behalten sich das und fragen danach. Ja. Sei vorsichtig. Ja, ja, ja. Nein, 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 شكرا 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 على النصيحة شكرا ich bin wieder unten, ich muss essen. Ja, kein Problem, alles gut, alles gut. Ich ruf dich auch gleich an, Joe. Kunfeierkun, genau. Kunfeierkun. Ja, genau. Ja, Leute, ich küsse eure Herzen, ne? Ganz wichtig. Und ja, Mary. Oh, Marouche, Sabrina, Bero, ja, alle drei sind silent, ne? Die chillen hier einfach nur, die sagen nichts, ja. Ja, ab und zu sage ich doch was, aber heute nicht so viel. Ja. Du hast also Bero ist wie Roboter, sagt gar nichts, ja. Was ist denn los? Man hört immer nur meine Lache. Aber was ist an der was sagt der Herr? Der Herr ist mit den Geduldigen. Was ja. Ich lieben Geschwister geben kann, ja, auch an alle. Nur Gott allein ist in der Lage, über das Herz eines Menschen zu urteilen. Mhm. Und deswegen, wir sind nicht in der Lage. Aber eine Frage, hallo, Mary. Guten Tag zusammen. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist so. Guten Tag, Schecks, was können wir für dich tun? Genau, und zwar, ich wollte nur ein Thema, weil ich bin gerade aufgestanden, ich war Nachtschicht. Aber ich wollte okay. Nur ein Thema sagen und dann gehe ich raus. Bruder, okay. Weißt du noch, wo diese Kurdisch mal über eine Frau Steinigung geredet hat? Das war, ich glaube, viele Christen aus Irak kennen diese Geschichte schon. Das kann ich sein, finde, ja. Es war nicht versteckt, auch diese Geschichte von 2007 war das. Mhm. Diese Steinigung, das stimmt. Aber das war nicht auf den Namen von unserer Religion gewesen, dass du weißt schon, gibt Menschen, die sowas machen. Und ja. Ich sehe, das sind aufgestanden und die haben genau gesagt, dass wir dagegen waren, weil es steht nicht in unserem Buch, dass wir eine Frau gesteinigt haben. Aber das war eine Herre von Familie, die war, glaube ich, Muslime geworden und dann habt ihr ein paar Familie oder Nachbarn. Also weil sie, die haben ihre Frau gesteinigt. Aber die Muslime sollen sich fragen, wie viel heutzutage die werden gesteinigt, zum Beispiel in Irak, in Kurdistan. Die werden bis heute gesteinigt. Bis heute. Ja. In Afghanistan genauso. Genauso werden gesteinigt. Aber bei uns ist es nur einmal passiert und wir alle sind genau aufgestanden und waren, wir haben das. Wir waren dagegen, weil in unsere Tausimala sagt nicht, dass wir einen Menschen umbringen sollen, weil er die Religion verlassen hat. Das steht nicht in unserem Buch drin. Aber bei denen leider steht in dem Buch drin. Wenn zum Beispiel eine Muslimin jemand umgebracht hätte,
Und das ist nicht im Buch gestanden. Und dann hat man gesagt, ja, das ist ein Mensch, verstehst du? Aber bei dem steht in einem Buch. Und das ist das Unterschied. Was die halt machen, alles steht im Buch. Natürlich weißt du, warum wir alle um diese Koran beschäftigt, denkst du, haben wir Besseres zu tun. Aber dieses Buch, es betrifft an mich, an dich, an andere Menschen. Weil es eine Belästigung an andere Menschen. Das Buch ist brandgefährlich, richtig. Ja, ist es so. Es ist eine Gefahr für allgemein. Es ist eine Gefahr für die Menschen. Get my Venom, Adrian. Get my Venom, ich küsse doch eure Herzen. Aber es ist halt so, dass du, weil dieses Buch ist, steht zum Beispiel gegen Christen, gegen Juden, gegen uns. Das war so, dass das ein Buch von Gott, das gegen uns ist. Ja. Und was ist ein Buch? Das feiert 70 Jungfrau, Mann. Das weißt du, das genau dieser Gedanke, wie man sowas denkt. In einem Paradies. Paradies, wie ich von meiner Religion gelernt habe. Paradies, ein ja, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du stirbst und du hast aber dein Leben lang, denkst du genau an diese Sache, dass du diese Frauen bekommst. Das ist krank, weil ja? Paradies ist. Und dann gehst du und. aber man glaubt, weiß jeder, man glaubt das, aber man weiß nicht, was man morgen hin, weil Gott entscheidet das immer noch. Und das sowas natürlich auch nicht, weil im Paradies ist nicht eine Disco, weißt du? Das ist immer sowas. Na doch, also wenn wir das lesen, so ja, wie genau. Es aussieht, Disco, ja, genau. Alkohol, alles Mögliche. Ja, genau, da hast du recht, ja. Das ist bei denen alles Mögliche. Disco. Und du bist mit sehr vielen Frauen beschäftigt. Ja, genau. Mashallah. Aber schau, wie ich auch von meiner Religion gelernt habe, Paradies darfst du nicht mal eine Sünde machen, weil es ein Haus von Gott ist. Du musst weiß vom A bis Z sein, bis du da landest. Moment. Das ist halt. Aber ich weiß nicht, was. Ja, das Haus Gottes ist sündenfrei und da darf auch keine Sünde begangen werden. Normalerweise nicht. Nein, darf es nicht. So, jetzt. Deswegen, Adam und Eva haben ja gesündigt und wurden ja rausgeschmissen. Ja, vielleicht. Genau, man genau hört das dich. Ist das halt. Genau, weil in eine einzige Fehler ist rausgeschmissen. Wie kann das sein, dass 270 Jungfrau bin? Wahnsinn. Ja, aber ich weiß nicht, ich wollte wirklich einmal schon fragen, was ganz ehrlich, das ist schon krank. Haben die eigene Paradies oder ist das die Paradies, die alle Menschen, die hingehen, oder ich weiß nicht. Haben die eigene Paradies oder weiß ich nicht? Wahnsinn. Ganz kurz. Jesus, was können wir denn für dich tun? Ich wollte nur so reinkommen, ehrlich gesagt. Okay, wolltest du irgendwas ansprechen, weil ich brauche nur Platz für jemand anders, der die Trinität auch gerne hören möchte, weil wir kennen ja alle schon die Trinität und also die meisten von uns, die kennen die Trinität, die es jetzt nicht so wirklich verstanden haben, darüber reden wir, ne? Ich glaube, die Trinität, glaubst du an die Trinität, ja, oder? Natürlich. Okay, das ist doch sehr schön. Wie würdest du die Trinität bezeichnen oder was hast du in der Trinität bisher verstanden? Naja, ich habe erst schon, also ich lese noch nicht so lange die Bibel, aber ich lese schon ein bisschen länger. Aber kommst du hoch, um mit dem Flex zu chillen hier oben, oder? Nein, das da, Flex, ich habe das Gefühl, guck mal, ich find's doch gar nicht mal so schlimm. Und wisst ihr warum? Es ist mir egal. Also alle, die in der Liebe sind, okay, alle, die gläubig sind, ja, unsere Brüder, unsere Geschwister hier. Ihr könnt alle hochkommen. Das ist mir egal. Das stört mich gar nicht. Von mir aus soll der Channel hier alles voll sein von euch. Ne? Alles gut. Ja. Aber wenn du Fragen hast, stell sie ruhig. Ne? Oder keine Ahnung. Ich habe einige Fragen. Ich werde halt oft gehatet von den Muslimen. Und die sagen halt sehr viele Sachen über mich. Die sagen zum Beispiel, naja, die Bibel ist doch verfälscht und zum Beispiel, warum glaubt ihr?
Ja. Hört ihr mich noch? Wir hören dich, Ja, ja. und ich habe heute so mit wem diskutiert schon. Mach dir aber bitte keine Sorgen. Mach dir bitte aber keine Sorgen, wenn du gehatet wirst von denen. Mach dir aber Wir bitte keine lieben dich. Sorgen. Mach dir bitte aber keine Sorgen, wenn du Boah, gehatet richtig. wirst. Genau, weil sonst, oh Gott, um Himmels Willen, dann hören wir dich hier. Das ist viel zu laut. Genau, weil sonst, oh Wir Gott, um hören dich, Himmels Willen, dann wir hören wir hören dich dich. doppelt. Schick einfach nochmal eine Anfrage, okay? Okay. Weil sonst, das ist viel zu laut sonst, genau. Ja, Leute, Fälschen soll sich nicht Gedanken machen, wie kann ein Bibel fälschen sein? Das ist eine Und Bibel, ich will die auch so noch mal alt was in ist die Runde und sagen. Ich will auch noch mal was in die Runde sagen. Leute, wenn ihr gehatet wird, okay? Merkt euch eine Sache. Jesus wurde schon davor gehasst. Okay, Leute, wenn wir gehasst werden, denkt an Jesus. Ne? Ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, Leute, zum Abschluss, Leute, ich küsse eure Herzen. Ja, ganz wichtig. Und möge die Gnade des Herrn Jesus Christus mit euch sein. Ne? Und ganz, ganz viel Liebe. Daniel Loco, ich Ich küsse dein als Herz. Jeseide, ich liebe Jesus und er ist ein Wahnsinn, Wahnsinn, kann ich nicht sagen, wie viel er sympathisch ist zu Menschen. Genau wie Ja. Teufel immer lacht, genau so sind wie ein Engel ist und das für mich, die beiden sind einfach Abi. Ja, die Jesiden reden auch nicht Deswegen. Schlechtes über die Christen und auch nicht über Jesus. Ja, also ich habe zum Beispiel nie Mhm. einen Esiden gesehen, der schlecht über Christen gesprochen hat. Noch nie habe ich das gesehen. Und Ja, habe ich deswegen. auch nicht gesehen. Deswegen auch in Irak seit lange. Oder hier haben wir keine Probleme miteinander. Richtig. Deswegen Und deswegen unterstütze unterstütze ich. Und deswegen unterstütze ich Esiden. Ne? Deswegen. Liebe geht an euch raus. Ich sag's nochmal. Danke, Flex. Herzchen. Dankeschön. Leute, aber an dieser Stelle, wir machen jetzt erstmal Pause. Okay? Ich küsse eure Herzen. Und ich würde einfach mal sagen, eventuell später, falls ihr Lust habt, Leute, ne, dann mache ich nochmal einen Stream, aber erst 0 Uhr, dann würde ich nochmal einen Stream machen über Esiden, ja, wie gesagt, ich unterstütze Esiden, ich mache einen Stream heute dann nochmal Dankeschön, das wird Danke, gemacht. der Um Bruder. 0 Uhr, 0 Uhr Mhm. geht es nur noch um Esiden, ne, Esiden können hochkommen, ihr könnt eure Geschichte erzählen, wir wollen darüber sprechen, ne, es muss auch nach Ich draußen wollte gehen, die nur Leute. wegen diesem Typ, wo damals vorgestern gesagt hat über diese Steinigung, das stimmt, aber das war nicht 2012 gewesen, vor 2007, keine Ahnung wie viele Jahre her. Das ist schon eine Geschichte. Versuche niemand diese Geschichte erinnern an uns. Das ist schon lange vorbei. Und genau, glaub mir, an dem Tag ist in Mosel 23 Schüler wurde getötet wegen dieser scheiße Frau. Wirklich. Und wurde im Sinjar 7 eine Bombenanschlag passiert. Genau wegen dieser Tat von den Muslimen, weil die Muslimen gedacht hat, wir haben eine Muslimin umgebracht, was weiß ich. Und da ist wirklich so viele Dinge auf Esid getroffen. Ja. Genau. Ja. Also, gut, Schex, danke, danke Danke, dafür, dass dass du uns da das sagst. Und genau, später, Leute, ist das Thema hauptsächlich Jesiden. Jesiden, wir sprechen über Jesiden. Und jeder, der Jeside ist, an die ganzen Brüder und Geschwister, die hier drinnen sind, ich küsse doch euer Herz, kommt rein. Ihr könnt eure Geschichte erzählen, ne? Wir unterstützen es. Ja, es soll mal mehr publik werden. Und genau, Ja. somit geht das auch nach draußen, die ganze Geschichte. Und somit auch, wie gesagt, wissen wir Bescheid, ne? Was Sache ist. Sehr Leute, schön, Flex. ich küsse eure Herzen, Marouche, Mary, Sabrina, Wir küssen Vero. deins, Flex. Bis später. Sabrina, Ehrengast heute. Ja, ich komme jetzt öfters hoch, meine Liebe. Aber eine Sache will ich noch kurz sagen. Alle ein Herzchen für die Jesiden und das Christentum, Leute. Nicht vergessen, Leute. Ja. Und was? Wir posten mal die jesidische Flagge hier rein und die aramäische Flagge, Leute. Einmal, let's go, guys. Einmal bisschen Liebe zeigen hier, Leute. Denk an deine Flagge heute Abend im Auf jeden Fall. Hintergrund. Sehr schön, ich freue mich. Also bis später, ne?
Ja, Leute, bis später. Bis später. 0 Uhr meintest du, gell? Ich komme wieder nochmal hoch, weil ich muss was abklären. Ne? Ich habe noch was zu sagen über das Heilabsprechen von vielen Christen. Oh. Ja, und das ist ganz wichtig. Ich muss was abklären. Ne? Natürlich, du willst jetzt einfach weggehen, aber wenn später, dann komme ich auch nochmal und das kläre ich nochmal das ab. Okay, gerne. In den Kommentaren habe ich gemerkt, dass viele Leute sind ein wenig sozusagen sauer auf mich. Ja, und die haben schon einen Namen auch noch erwähnt. Ich weiß, und, was du meinst, ja. Ja, aber, und deswegen, ich möchte es wirklich abklären und wie gesagt, ich distanziere mich von Leuten wirklich, dieses Heilabsprechen, ne, oder diese Leute zu verurteilen, distanziere mich wirklich. Für mich, meine Aufgabe nur den Islam-Aufklärungen, und für mich, ich habe so viele orthodoxe Freunde und Bekannte und Katholiken und von allen Konfessionen, christliche Konfessionen, die sind meine beste Freunde. Ich verurteile niemanden. Und ich habe nicht das Recht zu sagen, du gehst in die Hölle und weil du kein neugeborener Christ bist, geh ich in die Hölle. Du wirst sehen, Mary, genau. Mary, du brauchst, Mary, soll ich dir was sagen? Ja. Du brauchst nicht so viel darüber reden, wir reden später drüber, aber ich garantiere dir, später, oder was auch immer, wirst du sehen, es werden manche Leute ihr versuchen, ihr Arsch zu verteidigen, aufgrund, was ich gepostet habe heute. Ich habe in der Story was gepostet, geht mal alle rein, schaut euch mal meine Story an. Ansehen. Genau, ja, und jeder, der diese Story angeguckt hat, okay, und es verstanden hat, worauf ich hinaus will, ihr werdet erkennen, dass diese Leute sich jetzt verteidigen werden, aufgrund meiner Aussage. Hier auf TikTok in meiner Story gehen und schaut euch das an, Leute. Ich küsse eure Herzen. So. Und Leute, eine Sache will ich noch sagen, bevor ich gehe. Wir schießen nicht gegen die Orthodoxie. Wir schießen nicht gegen die Christen, also gegen die Freikirchler. Wir schießen nicht gegen Katholiken und wir schießen nicht gegen Evangelisten. Warum? Wir sprechen privat mit denen. Okay, Leute? Also, genau, schaut euch meine Story an. Schaut euch meine Story an in TikTok, ja, und ihr werdet erkennen, worauf ich hinaus möchte, und das wird bei euch Klick machen. Und jetzt alle die sich angesprochen fühlen, ihr werdet es merken, die werden um Krampf und Ader versuchen, sich jetzt zu verteidigen. Mehr sage ich nicht, Leute. Ich möge der Herr Jesus Christus euch segnen, Leute. Alle zum und bis Gottes Segen, alle. Gottes Segen. Bis später, bis, meine bis Lieben. Bis später, Leute. Bam, 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 bam. Ciao.